dass Sie und ihr heute den Weg zu uns ins Osthafenforum gefunden habt. Wir sprechen heute über Westafrika mit einem speziellen Fokus, und zwar dem Fokus von Fluchtursachen in der Region und was man dagegen tun kann. Es wird, glaube ich, heute ein bisschen um das Erbe des Kolonialismus gehen, über systematische Benachteiligung der bäuerlichen Bevölkerung in der Region und auch die Rolle der fortschreitenden Klimakatastrophe. Erstmals sind mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR letzte Woche veröffentlicht hat. Ich habe mal diese Zahlen ein bisschen recherchiert. 2013, also vor 9 Jahren, waren es gerade mal, beziehungsweise immerhin schon 51 Millionen Menschen, also eine Verdoppelung in weniger als 10 Jahren. 51 Millionen Menschen sind schon viel zu viel, aber 100 Millionen sind natürlich nochmal unvorstellbar mehr. Und deshalb ist es, glaube ich, auch symbolisch passend, dass wir die heutige Veranstaltung an diesem 20. Juni machen. Der 20. Juni ist, wie ihr vielleicht wisst, der Weltflüchtlingstag seit 2001. Die Bekämpfung von Fluchtursachen ist in Europa spätestens seit 2015 zu einer Art Mantra verkommen. Viele Politikerinnen versprechen sich damit eine deutliche Reduzierung der Ankunftszahlen von Migrantinnen, unter anderem aus Afrika. Es geht den Politikerinnen dabei angeblich um die Verbesserung der Lebenschancen der Menschen vor Ort, aber eigentlich ohne, dass etwas an einem System geändert werden soll, das strukturell die Lebensbedingungen im globalen Süden zerstört. Und deshalb ist es auch nicht wirklich verwunderlich, dass anstatt die Ursachen von Flucht zu bekämpfen, wir es mit einer immer stärkeren Überwachung der EU-Außengrenzen zu tun haben und mit einer Externalisierung dieser Außengrenzen bis nach Westafrika hinein, wo die dortigen Regierungen und auch militärische Akteure dazu gebracht werden sollen, die Menschen daran zu hindern, sich auf den Weg in ein besseres Leben zu machen. Und über genau dieses Thema werde ich heute mit zwei sehr kompetenten Experten sprechen, und zwar mit Amadou Mbow und Olaf Bernau. Ich werde sie jetzt ein bisschen vorstellen, auch wenn ihr vielleicht die Namen schon gehört habt. Amadou ist Generalsekretär der AMDASH, der Mauretanischen Vereinigung für Menschenrechte. Die AMDASH ist eine der ältesten und auch eine der wenigen unabhängigen Menschenrechtsorganisationen des Landes und kooperiert seit 2007 bereits mit Medico International. Seit vielen Jahren engagiert sich die AMDASH auch für die Rechte von Migrantinnen, Flüchtlingen und Abgeschobenen. Außerdem koordiniert die AMDASH das von ihr initiierte westafrikanische Netzwerk zur Verteidigung der Rechte von Migrantinnen, Geflüchteten, Asylbewerberinnen und das Recht auf Freizügigkeit. Und Ziel dieses Netzwerks, das sich in ganz Westafrika befindet, ist die Dokumentation und juristische Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen an Flüchtlingen und Migrantinnen in der Region. Die Hauptadressaten dieses Netzwerkes sind die Regierungen, aber auch multilaterale Organisationen in Afrika sowie die Gesellschaften der jeweiligen Länder. Amadou Mbow ist heute Mittag erst aus Mauretanien angekommen. Ich hoffe, Amadou, du hast den anstrengenden Flug gut überstanden und konntest dich noch ein bisschen ausruhen. Herzlich willkommen hier bei uns bei Medico. Und rechts von mir, links von euch, sitzt der Soziologe und Menschenrechtsaktivist Olaf Bernau. Er hält sich selber jedes Jahr mehrere Wochen in Westafrika auf. Er ist aktiv unter anderem beim Netzwerk Afrique Europe Interact, das sich für Bewegungsfreiheit und selbstbestimmte Entwicklung einsetzt. Er hat dieses Jahr erst vor kurzem das folgende Buch veröffentlicht: Brennpunkt Westafrika, die Fluchtursachen und was Europa tun sollte, erschienen im CH Beck Verlag. Ich habe es selber sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe mich gar nicht vorgestellt, mein Name ist Kerem Schamberger und ich bin der neue Referent für Flucht und Migration bei Medico International. Das ist eine sehr gute Arbeitsvorbereitung gewesen, aber es ist wirklich auch sehr, sehr spannend und flüssig geschrieben. Ihr könnt es heute für 15 Euro zum Exklusivpreis später nach der Veranstaltung erwerben. Und wir haben
eigentlich gedacht, ach, wir stellen dieses Buch vor und diskutieren über deine Thesen. Du setzt dich in dem Buch kritisch mit den Wahrnehmungen Europas, mit der afrikanischen Migration auseinander. Aber als wir erfahren haben, dass Amadou Mbo nach Deutschland kommt, haben wir gesagt, wir müssen das unbedingt verbinden, euch beide auf ein Podium setzen und dann über das Buch, aber auch generell über die Situation zu diskutieren. Amadou Mbo ist diese Woche in Deutschland, weil übermorgen und am Donnerstag in Berlin eine Konferenz von dem Netzwerk Fokus Sahel stattfindet mit dem Titel Zivilgesellschaftliche Perspektiven auf Demokratie und Partizipation im Sahel. Und da kommen ganz viele Menschen aus den Ländern der Sahelregion und diskutieren über dieses Thema. Und deshalb ist auch Amadou Mbo hier. Aber ich finde, es hat mich auch sehr gefreut, dass du heute extra aus Bremen gekommen bist. Herzlich willkommen, Olaf Bernau. Genau, ein bisschen zum Ablauf und organisatorisches. Ihr habt es gerade schon gemerkt, es wird heute alles ein bisschen langsamer werden, weil wir eine konsekutive Übersetzung haben, also immer Französisch, Deutsch, Französisch, Deutsch. Ich habe mir gedacht, das ist nach der gestrigen Hitze in Frankfurt ganz gut, dass wenn es ein bisschen langsamer ist, dann man das Gehirn nochmal neu anwerfen kann. Übersetzen werden meine Kolleginnen Sabine Eckert und Jule Manek, die beide auch bei Medico arbeiten, noch viel, viel länger als ich, die unglaublich viel mehr Erfahrung haben. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr heute die Übersetzung macht. Dankeschön. Ihr habt auch gemerkt, es wird gefilmt. Es steht eine kleine Kamera da, die filmt aber sozusagen nur uns. Wir stellen es später auch ins Internet. Ihr werdet nicht gefilmt. Und wenn ihr bei einem Redebeitrag oder so nicht wollt, dass das aufs Video kommt, dann gebt einfach kurz Bescheid, dann machen wir in der Zeit die Kamera aus. Das ist überhaupt kein Problem. Bezüglich der Masken, es gibt keine Maskenpflicht mehr. Ihr könnt sie tragen, wenn ihr wollt. Ihr müsst aber nicht. Das bleibt euch selbst überlassen. Der Abend wird jetzt wie folgt aussehen. Beide werden einen Input von jeweils ca. 15 Minuten geben. Danach können sie sich nochmal aufeinander beziehen. Und ich werde einige Fragen stellen und dann werden wir aber auch die Diskussion ins Publikum öffnen. Wir sind ja heute nicht so wahnsinnig viele Leute, deshalb glaube ich, können wir auch eine gute Diskussion innerhalb von uns organisieren. Und damit ihr sozusagen einen zeitlichen Horizont habt, ich finde das immer ganz wichtig, das Ende ist spätestens 21 Uhr, es sei denn, es entwickelt sich so eine krasse Diskussion, dass ihr länger bleiben wollt, aber ich glaube, 21 Uhr ist ein guter Zeithorizont. Ich werde jetzt gerne zuerst das Wort an Olaf Bernau geben, damit er einen regionalen Blick auf Fluchtursachen werfen kann, damit er auch ein bisschen seine Motivation beschreiben kann, warum er dieses Buch geschrieben hat, und freue mich auf deinen Input. Okay. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Danke an Amadou, dass du relativ kurzfristig zugesagt hast, diese Veranstaltung mit mir zusammen zu machen, und natürlich auch danke an alle, die gekommen sind. Das Stichwort ist ja eben schon gefallen. Was war die Motivation? Es ging auch schon, ein anderes Stichwort ist auch schon erwähnt worden, nämlich die Frage von Bildern, die es über Afrika gibt, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich bin auf der einen Seite im zivilgesellschaftlichen Rahmen mit Blick auf vor allem Westafrika, vor allem auf die Sahelländer, schon seit vielen Jahren aktiv. Das ist ein ehrenamtliches Netzwerk, Afrik-Europe Interact. Wir sind sowohl in den Bereichen Migration einerseits, aber auch soziale Kämpfe, nicht zuletzt bäuerliche Kämpfe, aktiv und arbeiten dort mit unterschiedlichen Gruppen, Gewerkschaften, teilweise auch Dörfern, aber eben auch unterschiedlichen MigrantInnen, Gruppen, einzelnen Migrantinnen, Abgeschobenen zusammen. Und das Ziel meines Buches war es eigentlich, das, was wir dort erleben, nach 10 Jahren Arbeit einfach mal zwischen zwei Buchdeckel zu bringen, weil wir viel erlebt haben. Aber was da erstmal wichtig ist, ist, dass aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, es nicht möglich ist, hier in Europa einfach so direkt frei von der Leber über Afrika, wie es dann immer heißt, zu sprechen. Und das einfach deshalb, weil es einfach viel zu viele Vorurteile, Mythen,
letztendlich auch fehlendes Wissen gibt und es insofern aus unserer Sicht notwendig ist, und das war jetzt auch für mein Buch ein Leitmotiv, dass man, bevor man, sei es über Migration, sei es über Fluchtursachen redet, über die Beziehung, dass man eigentlich immer auch gleichzeitig über diese Frage reden muss, wie wird eigentlich in Europa darüber gesprochen? Was sind eigentlich in Europa eben die Stereotype, die Vorurteile, die Mythen, und teilweise eben auch Mythen, von denen sich die Leute gar nicht klar gemacht haben, dass es Mythen sind. Und insofern hat dieses Buch immer so zwei Ebenen. Ich versuche auf der einen Seite, einerseits in Form eines eigenständigen Kapitels ganz am Anfang, aber dann auch im weiteren Verlauf immer wieder eben auf diese Ebene zurückzukommen, sich Afrika, sich afrikanische Verhältnisse, westafrikanische Verhältnisse nicht direkt anzugucken, sondern eben durch die Brille von mehr oder weniger falschen Annahmen anzugucken. Und das heißt natürlich auch, dass ich auch meine eigene Rolle als weißer Europäer darin auch immer wieder versuche zu reflektieren, weil natürlich ist Mensch nicht davor gefeit, auch wenn ich jedes Jahr viele Wochen dort bin, dass man natürlich auch entsprechenden Mythen und Vorurteilen aufsitzt. Also das ist sozusagen eine Ebene des Buches und nichtsdestotrotz diese andere Ebene, dass ich mich durch die Vorurteile versuche durchzuarbeiten und dann auch tatsächlich zu den konkreten Verhältnissen kommen, sowohl im Migrationsbereich als auch im Fluchtursachenbereich. Das ist natürlich dann am Ende doch die Hauptsache. Ein zweites entscheidendes Moment ist, dass ich mich für den Fokus entschieden habe, durch diesen Fokus auf Westafrika. Das klingt jetzt vielleicht erstmal für Außenstehende oder welche, die sich das noch nicht näher angeguckt haben, so ein bisschen überraschend, weil vor allem im journalistischen Bereich, in der öffentlichen Debatte, ist ja viel, viel öfters in Policy Papers, in Regierungsrichtlinien von Afrika als Ganzen die Rede. Aber genau das ist aus meiner Sicht bereits ein ganz grundlegender Fehler, immer von Afrika als Ganzen zu reden. Weil zum einen, das ist erstmal ganz banal, Afrika an der Stelle einfach viel zu groß und viel zu komplex und viel zu heterogen ist, als dass es wirklich sinnvoll möglich wäre, über Afrika zu reden. Und das wissen auch viele AutorInnen. Und das führt dann immer zu einem ganz simplen Effekt, dass sie sich ein Land aus jeder Region rauspicken. Aus dem südlichen Afrika ist es dann meistens Südafrika selbst, Zentralafrika meistens die Demokratische Republik Kongo, Kenia vor Ostafrika und dann Westafrika ist meistens Nigeria, manchmal auch Ghana oder Senegal. Aber es sind dann einfach so ein paar einzelne Länder. Und das hat eigentlich einen ganz entscheidenden Nachteil, was dadurch nämlich untergeht, indem nur Länder angeguckt werden, ist, dass diese Länder als solche, das ist ja auch allgemein bekannt, eigentlich historisch ganz junge Gebilde sind, erst im Kolonialismus in diesem Zuschnitt entstanden und dass im Grunde genommen der regionale Fokus und damit die ganze Vorgeschichte da drin so ein Stück weit verloren zu gehen droht, weil es eben diese Länder nicht schon seit Hunderten von Jahren gibt, sondern weil diese Länder neu sind. Und wenn dann nur dieser Länderfokus da ist und eben nicht eine Region als solche in den Blick genommen wird, dann können auch ganz viele Zusammenhänge nicht erkannt werden. Jetzt mit Blick auf Westafrika beispielsweise den Zusammenhang, dass ursprünglich eigentlich die Binnenländer, die Sahelländer, Länder wie Mali oder Niger oder Burkina Faso, die heute als das Armenhaus quasi der Welt gelten, dass die eigentlich im 17. und 18. Jahrhundert Zentren der Weltökonomie gewesen sind, nämlich im Rahmen des Trans-Sahara-Handels. Da war eben die Hauptachse der ökonomischen Bewegung von den sogenannten Binnenländern, die heute als arm gelten. Damals waren sie alles andere als arm, weil sie nämlich eben direkt an diesen Trans-Sahara-Handel mit Nordafrika, mit dem arabischen Raum angebunden waren. Und erst die Kolonialmächte haben hier das eigentlich umgedreht. Die Kolonialmächte haben angefangen, wenn man so möchte, die Küsten, die ganz lange mit Wald bedeckt waren, eigentlich als Chance zu entdecken, als Chance nämlich agrarische Rohstoffe anzubauen, die man exportieren kann. Kakao, Kaffee, Palmöl etc. pp. Und dann haben eben die Kolonialmächte angefangen, die Küsten, heutigen Küstenländer, erstmal die Küsten, wenn man so möchte, zu roden. Dort eben Cash Crops anzubauen und dann bedurfte es Arbeitskräfte und diese Arbeitskräfte kamen dann aus dem Binnenland, aus Burkina Faso, aus Mali und es verfing seitens der Kolonialmächte eine ganz systematische Vernachlässigung eben der Binnenländer an und dadurch ist diese sozusagen historische Struktur überhaupt erst gewachsen. Arme Binnenländer versus relativ prosperierende Küstenländer, relativ, weil das natürlich im Vergleich zu Europa immer noch alles ökonomisch sehr, sehr fragil ist. Aber an diesem Beispiel kann man bereits sehen, wie wichtig es ist, und das ist eben auch mein Ausgangspunkt,
eine Region als Ganze anzugucken, weil man das ansonsten überhaupt gar nicht in den Blick bekommt, dass diese Region im Grunde genommen komplementär entstanden ist. Komplementär, Küsten versus Binnenländer, und dass die einen für die anderen eine Funktion hatten und bis auf den heutigen Tag haben. Die Hauptmigrationsrouten in Westafrika laufen nämlich aus den Binnenländern, in dem Fall aus Burkina Faso, in die Elfenbeinküste. Das ist der größte und bis heute stärkste Migrationskorridor auf dem afrikanischen Kontinent. Zwischen diesen beiden Ländern sind die meisten Menschen unterwegs, nämlich Menschen, die dann in ein Küstenland, in dem Fall Elfenbeinküste, kommen und dort eben auf den Plantagen arbeiten. Diese beiden Punkte, einerseits sich die afrikanisch-europäischen Verhältnisse immer durch den sozusagen Brennspiegel, durch die Brille der Mythen anzugucken, und zum anderen eben auch einen regionalen Fokus zu haben, das sind die beiden Grundvoraussetzungen meines Buches, und so versuche ich dann eben auch da die verschiedenen Themen so ein Stück weit in Anführungszeichen abzuarbeiten. Ich versuche das jetzt mal an zwei Beispielen deutlich zu machen, zum einen am Beispiel Migration und zum anderen nochmal am Beispiel ökonomischer Fluchtursachen und wie die entstanden sind. Das sind jetzt natürlich nur Schlagworte, aber wir haben danach ja auch noch Zeit, das ein bisschen zu vertiefen. Was die Migration betrifft, dort auch mit den Vorurteilen angefangen. Eines dieser Vorurteile ist ja immer, halb Afrika sitzt auf gepackten Koffern und würde eigentlich am liebsten nach Europa kommen. Wenn man sich einfach die Zahlen anguckt, da kann man sehen, das ist einfach von vorne bis hinten nicht richtig. Gerade mal 2,7% der Bevölkerung in Westafrika lebt außerhalb ihres Geburtslandes. Sprich, über 97% lebt ihr ganzes Leben innerhalb ihres Geburtslandes. Und von diesen ganz wenigen 2,67, das sind so ein bisschen unterschiedliche Ziffern, die man da in der Regel lesen kann, Prozent, die außerhalb ihres Geburtslandes leben, sind 75% innerhalb von Westafrika unterwegs. Mit anderen Worten, die westafrikanische Migration ist überhaupt gar keine Migration primär nach Europa. Das ist vor allem eine innerwestafrikanische Migration. Es ist vor allem eine Migration innerhalb der einzelnen Länder, nämlich angelehnt oft an den Rhythmus der Jahreszeiten. In der Regenzeit sind eben die Leute eher in den Dörfern und arbeiten auf den Feldern, und außerhalb der Regenzeit, in der Trockenzeit, gehen sie in die Städte oder in die Nachbarländer, um dort dann im Bergbau zu arbeiten. Und dadurch haben sich dann eben zirkuläre Migrationsprozesse ergeben. Und das ist jetzt schon gleich ein zweites Vorurteil, was eben oft hier nicht richtig reflektiert wird. Migration in Europa ist immer so etwas wie so eine Notfallreaktion, wo man von A nach B geht. Was aber nicht berücksichtigt wird, ist, dass eben in Westafrika Migration schon immer dazugehört, was ganz Normales ist. Natürlich hat sie was mit Überleben zu tun, mit Absicherung der Existenz. Aber, und das ist jetzt ganz entscheidend, es wird nicht etwas als ein Unfall angesehen, als etwas Außergewöhnliches, sondern es gehört zum Leben dazu. Es ist positiv konnotiert. Und insofern ist auch Migration im afrikanischen, im westafrikanischen Kontext insbesondere eine zirkuläre Mobilität. Ein Sprichwort in Mali, was ich auch zitiere, heißt, Migration heißt, vom ersten Tag der Migration an die Rückkehr vorzubereiten. Das ist genau das, was Europa nicht berücksichtigt. Wenn Europa glaubt, die Migration aus Afrika, wenn man so möchte, verhindern zu können, indem es immer höhere Zäune baut, indem es das Mittelmeer oder inzwischen auch die Wüste immer stärker militarisiert, dann berücksichtigt Europa gar nicht, wie selbstverständlich Migration eben in Westafrika ist, und dass sich junge Migranten und Migrantinnen nicht von so ein paar Zäunen oder gar Schildern, irreguläre Migration ist gefährlich, die man dann auf den Fluchtrouten sehen kann, abschrecken lassen. Das ist also geradezu lächerlich, weil es nämlich tatsächlich überhaupt nicht berücksichtigt, wie selbstverständlich eben Migration ist und dass das eben auch ein Akt ist, der zum Leben dazugehört. Es gibt einige Kulturen, da können junge Männer gar nicht heiraten, wenn sie nicht auch in der Migration gewesen sind. Und darin eben immer zu berücksichtigen, die Migration nach Europa ist historisch betrachtet nur der letzte Schritt, der sich gerade mal in den letzten 30 Jahren in großer Zahl entwickelt hat. Aber die Migration innerhalb von Westafrika ist Jahrhunderte alt und hat eben eine ganz lange Geschichte, und sie ist eben eigentlich auch das Dominante. Sprich, wenn wir über Migration reden, müssen wir eigentlich über zirkuläre Mobilitätsprozesse innerhalb von Westafrika reden und nicht über das oder nur das, was dann in Europa sichtbar wird von den wenigen, die auch nach Europa kommen. Und das ist auch deshalb wichtig, da greife ich jetzt schon ein bisschen voraus, vielleicht auch auf die Debatte nachher. Eine Antwort, die wir als Netzwerk, die viele zivilgesellschaftliche Akteure inzwischen geben, die ich auch in meinem Buch gebe, ist, die beste Möglichkeit, das Sterben in der Wüste auf dem Mittelmeer zu beenden, ist, die Migration freizugeben. Weil dadurch gibt es überhaupt die Chance, dass das historische Role Model, nämlich zirkulär mobil unterwegs zu sein, dass das überhaupt greifen kann, dass sich das wieder durchsetzen kann, dass es ein Kommen und Gehen gibt. Einige werden immer bleiben,
aber viele werden auch wieder zurückgehen. Das kann man auch aus den 60er, 70er, 80er Jahren zeigen, als es viel selbstverständlicher auch für Migrantinnen aus afrikanischen Ländern war, die nach Europa gekommen sind, dass sie dann auch nach ungefähr 10 Jahren zurückgegangen sind. So, jetzt mache ich nochmal einen Sprung, und zwar eben zu dem ganzen Thema Fluchtursachen. Auch da habe ich ja gesagt, also das kann jetzt natürlich sinnvollerweise nur angerissen sein, und zwar mit Blick auf das Ökonomische, um zumindest deutlich zu machen, was ich damit meine, dass man Fluchtursachen auch immer durch diesen erstmal auch Spiegel der Vorurteile angucken muss. Eines der beliebtesten Vorurteile heute ist, und das ist eigentlich auch eines der groteskesten, dass oft gesagt wird, 60 Jahre nach der Unabhängigkeit kann man den Kolonialismus nicht mehr für die heutigen Probleme Afrikas verantwortlich machen. Das ist ungefähr so falsch, wie wenn man sagen würde, die Tatsache, dass Deutschland Exportweltmeister ist, hat nichts mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert zu tun. Natürlich hat der Kolonialismus und die Tatsache, dass der Kolonialismus ganz viel auch industrielle und andere Entwicklung verhindert hat, was damit zu tun, dass es heute auf der ökonomischen Ebene derart schwierig aussieht, wie es in Afrika aussieht. Es gibt auch noch 1000 andere Gründe, die später dazu gekommen sind. Auch schlechte Regierungsführung etc. Aber erstmal ist es natürlich einfach falsch, das in der Gänze ausblenden zu wollen. Und ein zweites Vorurteil ist vielleicht nicht so sehr ein Vorurteil, aber ein Stück weit so eine Fehleinschätzung. Nämlich die Einschätzung, dass ganz oft es genügt, dass man im Grunde genommen einzelne Beispiele rauspickt, die dann die ungerechten Verhältnisse zwischen Afrika und Europa illustrieren sollen. Wir kennen diese Beispiele alle und ich finde sie auch wichtig, weil sie natürlich so schlaglichtartig deutlich machen, was schiefläuft. Damit meine ich solche Beispiele wie leergefischte Küstengewässer vor Senegal oder die Hühnchen, die die kamerunische Hühnchenindustrie kaputt machen oder das Öl, was im Niger-Delta unter unglaublich rücksichtslosen Bedingungen gefördert wird und eben ganz viel Land zerstört. Uran, was im Niger gefördert wird und was eben ganze Gegenden verstrahlt, Grundwasser kaputt macht etc. pp. Oder eben anderes Beispiel, was Baumwolle betrifft, die nicht gegen die subventionierte US-amerikanische Baumwolle auf den Weltmärkten anhalten kann. Das sind alles richtige Beispiele, sie illustrieren alle ungleiche Verhältnisse. Aber sie haben einen Nachteil, sie nehmen letztendlich das systematische Problem nicht so richtig in den Blick. Nämlich die Tatsache, dass sie natürlich nur Teil eines viel größeren Bildes sind. Einer wirtschaftlichen Entwicklung zwischen dem afrikanischen und dem europäischen Kontinent, die sich seit Jahrhunderten, wenn man so möchte, auseinanderentwickelt hat wie eine Schere. Also, um das mit ein paar Zahlen zu illustrieren, Afrika hat 17% Anteil an der Weltbevölkerung, aber gerade mal 2% Anteil an der weltweiten Industrieproduktion. Oder der afrikanische Kontinent ist mit 0,5% an den weltweiten Exporten beteiligt, während die Europäische Union... Kann ich aber trotzdem einfach weiterreden? Während die Europäische Union 15,5% Anteil an den weltweiten Exporten hat, hat aber nur dreimal so wenig Menschen wie der afrikanische Kontinent in seiner Gesamtheit. Oder nochmal eine andere Zahl, die sozusagen die unterschiedlichen Niveaus illustriert. Alle Länder Westafrikas zusammengenommen, und da sind solche Schwergewichte wie Ghana, wie Nigeria, wie Elfenbeinküste dabei, und dann noch Mali, Senegal, Burkina Faso etc., alle Länder Westafrikas haben ein kleineres Bruttoinlandprodukt als die Schweiz. Und wenn man sich sozusagen diese Zahlen anguckt, also diese ganz grundsätzlich völlig unterschiedlichen Niveaus, und wenn man sich eben auch anguckt, diese völlig unterschiedlichen Anteile, und wenn man sich dann auch noch als letzten Punkt die Struktur der Wirtschaften, der Ökonomien auf den beiden Kontinenten anguckt, dann kann man eben sehen, dass die afrikanischen Länder bis auf den heutigen Tag, alle afrikanischen Länder in aller Regel, ein Großteil ihrer staatlichen Einnahme genau mit 3 Exportprodukten, das sind dann in der Regel mineralische oder eben agrarische Rohstoffe, verdienen, während sie im Grunde genommen alle industriell verarbeiteten Produkte oder hergestellten Produkte importieren müssen. Also es gibt dieses ganz grundlegende Ungleichgewicht, dass Rohstoffe exportiert und eben verarbeitete Produkte importiert werden. Und das zieht sich natürlich durch alles durch. Im Bereich jetzt von Autos, Maschinen, Flugzeugen ist das ja eh klar. Aber selbst wenn man in einen kleinen Eckladen in Mali geht, das, was man dort kaufen kann, ist zum allerüberwiegenden Teil Zeug inzwischen vor allem auch aus Frankreich in dem Fall. Und diese Struktur,
die gilt es eigentlich zu erklären. Die kann ich nicht mit Einzelbeispielen erklären. Hier muss ich natürlich gucken, wie ist das historisch entstanden. Und deswegen rede ich in meinem Buch von historisch, wenn man so möchte, einem historisch fundierten Fluchtursachenverständnis. Wir müssen im Grunde genommen das, was heute schiefläuft und was sich in diesen Beispielen widerspiegelt, in einer viel längeren Perspektive angucken. Und deswegen fange ich tatsächlich bei der Sklaverei oder beim frühen Handel an, bei der Sklaverei und beim Kolonialismus, weil es nämlich deutlich ist, dass diese grundlegende Struktur, dass vor allem Rohstoffe exportiert und eben verarbeitete Produkte importiert werden, die war in der Form, wie sie heute besteht, im Grunde genommen zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit bereits da. Jetzt sind wahrscheinlich die 15 Minuten um. Oh, sie sind schon überschritten, deswegen mache ich jetzt noch einen letzten Satz. Und das Interessante, Spannende oder auch Deprimierende ist jetzt einfach zu sehen, diese sozusagen ungleichgewichtete Entwicklung, diese Schere, die da über Jahrhunderte aufgegangen ist, die konnte letztlich nach der Unabhängigkeit nicht wieder geschlossen werden. Obwohl es in den 60er und 70er Jahren sehr erfolgreiche Ansätze gab für eine eigene Industrialisierung, spätestens im Zuge der Verschuldungskrise in den 80er und 90er Jahren und dann durch all das, was man Globalisierung nennt, seit den 2000ern oder als Globalisierung kennengelernt hat, ist alles quasi wieder rückabgewickelt worden. Das kann man an der Zahl von Fabriken dann sehen, im Textilbereich, in einem Land wie Nigeria, da gab es 175 Fabriken noch vor 30 Jahren im Textilbereich, heute sind es noch 25 und das könnte man jetzt eben durch die verschiedensten Bereiche durchdeklinieren. Und alles das, was ich jetzt gesagt habe, könnte man auch, und da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zu sprechen, eben auch am Bereich sozusagen dessen, was schlechte Regierungsführung genannt wird, aufzeigen. Nämlich, dass auch schlechte Regierungsführung ein Produkt eben so einer kolonialen Deformierung ist, die auch damit zu tun hat, dass es eben nicht nur die Kolonialzeit gab, sondern dass die so schwer gewogen hat und dass es danach auch aus verschiedenen Gründen so schwer war, das zu überwinden, dass nicht nur die Ökonomie, sondern auch die Politik als ein Erbe bis heute, wenn man so möchte, ganz viele Entwicklungsprozesse mehr oder weniger verhindern. Jetzt ist noch nicht alles gesagt, aber es war ja nur der Auftakt. Ich mache jetzt hier erstmal einen Punkt. Ja, vielen Dank für diesen Blick auf ökonomische Ursachen von Flucht, auch auf diesen langen Blick zurück in die Geschichte, der notwendig ist, um zu verstehen, warum Menschen sich heute noch auf den Weg machen und die ja gar nicht so viele sind, wie wir gelernt haben. Ich glaube, es war auch wichtig, sozusagen einen regionalen Überblick mal zu bekommen. Deshalb hast du auch als erstes gesprochen und jetzt wird Amadou Mbo ein bisschen die Thematik umreißen mit einem speziellen Fokus auf Mauretanien. Amadou, du hast das Wort. C'est bon? Merci. Déjà, on a fait une petite présentation de ma personne. C'est Amadou Mbo, secrétaire général de l'Association mauritanienne des droits de l'homme et coordinateur du réseau ouest-africain pour les droits des migrants et réfugiés et des personnes apatrides. Schönen guten Abend, man hat mich schon vorgestellt. Ich bin Amadou Mbo, Generalsekretär der Mauretanischen Menschenrechtsvereinigung und Koordinator des afrikanischen Westafrikanischen Netzwerkes zur Verteidigung der Rechte von Migranten und Geflüchteten und der Freizügigkeit. Donc, j'ai lu avec intérêt le livre que vous avez écrit, Olaf, qui essaie un peu de parler de la situation, de la perception des migrations ici et la situation réelle des populations en Afrique de l'Ouest. Ich habe dein Buch, Olaf, sehr mit großem Interesse gelesen, das über die Wahrnehmung der Migration hier spricht und die Realität in Westafrika. Et que vous essayez un peu d'influer de faire changer la perception des médias, en tout cas la perception de la migration telle qu'elle est vécue et la réalité vécue au niveau local, au niveau national ou sous-régional en Afrique de l'Ouest. Und ich habe gesehen, dass du versuchst, die Wahrnehmung der Migration hier in den Medien, in den Gesellschaften zu verändern und mit der Realität vor Ort zu konfrontieren. Bon, en plus des éléments historiques que vous avez évoqués, moi je voudrais qu'on revienne un peu sur le contexte des années 1973.
insbesondere wenn es um die historischen Fakten geht, möchte ich gerne, dass wir nochmal auf die Jahre rund um 1973 zurückblicken. Pourquoi? Parce que 1973, c'est la grande sécheresse qu'a connue la sous-région ouest-africaine. Et cette sécheresse a déstructuré le mode de vie de la population ouest-africaine de façon globale, que ce soit le Mali, la Mauritanie, le Niger ou le Sénégal. Warum 1973? 1973 war das Jahr der großen Dürre. Eine Dürre von einem Ausmaß, die das Leben in den westafrikanischen Ländern, Mali, Niger, Mauretanien, völlig restrukturiert hat. Un autre élément historique, c'est la notion de frontière telle que vécue par les populations locales. La notion de frontière, chez nous, n'a pas la même valeur, la même compréhension que vécue par les Occidentaux. Les populations, excusez-moi, je finis. Wenn wir über Grenzen sprechen, müssen wir uns einer Tatsache bewusst sein. Wir nehmen Grenzen nicht so wahr, wie sie im Westen wahrgenommen werden, sondern für uns haben Grenzen eine andere Bedeutung. Les populations transfrontalières, celles qui vivent à côté des frontières, n'ont jamais considéré les frontières héritées de la colonisation comme étant des barrières devant les contenir dans des petites nations, dans des petits États. Die Bevölkerung in den Grenzregionen haben die kolonialen Grenzen hier als solche anerkannt, weil sie in einem grenzüberschreitenden Raum leben und diese Lebensform haben sie immer weitergeführt. Je donne un exemple très simple. C'est, moi, je suis du sud de la Mauritanie. Je suis à côté du nord du Sénégal. Nos champs de culture, nous, qui sommes en Mauritanie, se trouvent de l'autre côté du fleuve. Ich kann ein ganz konkretes Beispiel geben. Ich komme aus dem Süden Mauretaniens, sprich der Grenzregion zum Norden Senegals. Und unsere Felder befinden sich auf der anderen Seite des Senegalflusses, also auf senegalesischem Staatsgebiet. Et quand on prend la frontière mauritano-malienne, les deux grandes régions, que sont le Haut-Gharbi et le Haut-Charbi, ont été rattachés à la Mauritanie en 1945. Donc c'est la France qui a pris ces deux régions du Mali pour les remettre en Mauritanie. Ça c'est 1945, donc c'est récent. C'est des populations qui se sentent beaucoup plus maliennes que mauritaniennes. 1945 hat Frankreich diese Grenzregionen Mauretanien zugeschlagen. Das ist also in historischen Dimensionen ein sehr kurzer Zeitraum. Et donc, la notion de liberté de circulation chez les populations, même si ce n'est pas dit comme ça, les populations le vivent au quotidien. Wenn wir in Westafrika über Freizügigkeit reden, dann ist das kein abstraktes Konzept, sondern das ist unsere täglich gelebte Realität. Quand vous prenez le corridor, le corridor Bakel, c'est vous qui connaissez un peu la zone, Bakel, Seribabi, Kai, du Mali, c'est un corridor de très grande histoire de liberté de circulation. Les gens partent et reviennent de part et d'autre des frontières. Donc la notion de frontière ne veut rien dire pour ces gens-là. Auch wenn man sich die Grenzregion zwischen Mali und Mauretanien ansieht, da spielen die Grenzen im Alltäglichen überhaupt keine Rolle. Die Menschen überschreiten die Grenzen zum Teil mehrfach täglich. Et si je reviens en 1973, c'est ce que je disais par rapport au livre. C'est la grande sécheresse, c'est les populations ont perdu pratiquement tout ce qu'elles avaient comme bétail parce qu'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas d'eau et elles ont quitté massivement le rural pour aller dans les grands centres. Und wenn ich auf 1973 zurückkomme, auf die große Dürre, dann war das das Jahr, wo ganz viele Pastoralisten ihr Vieh verloren haben, also ihre Lebensgrundlage, und die Konsequenz war, dass sie aus dem ländlichen Raum in die städtischen Bereiche umgesiedelt sind. Et je lis dans le livre aussi, et vous parlez de frubé ou les peules. C'est une composante de l'Afrique de l'Ouest. C'est une population, moi je suis ici de cette population. C'est une population qu'on retrouve pratiquement dans les 16 États de l'Afrique de l'Ouest.
Ich habe auch wahrgenommen, dass du, Olaf, in deinem Buch von den Fulbe sprichst, also den Pöll. Das ist eine große, weit verbreitete Gruppe in Westafrika, die allein in 16 Staaten Westafrikas lebt. C'est une population nomade. Das ist eine nomadische Bevölkerung. Ich habe vergessen zu sagen, Amadumbo selbst gehört zur Gruppe der Pöll. C'est une population qui vit avec les animaux, donc qui partent avec les animaux et qui reviennent avec les animaux. Das sind Pastoralisten, die mit ihrem Vieh leben und mit ihrem Vieh herumziehen. Mais à l'intérieur, vous avez aussi des populations agricoles qui sont devenues sédentaires à cause de la grande sécheresse de 1973, qui se sont sédentarisées et qui ont pris le mode de vie un peu d'agriculteur. Aber auch in der Gruppe der Pöll, der Fulbe, gibt es eben Menschen, die sich infolge der großen Dürre von 1973 sesshaft gemacht haben, die Bauern geworden sind und jetzt davon leben. Et je suis d'accord avec vos affirmations. L'Afrique de l'Ouest est immense, elle est grande. C'est une population de plus de 350 millions d'habitants. Et elle est très jeune. Ich stimme mit dir überein, Olaf. Die Bevölkerung Westafrikas ist enorm groß. Die Zahl kann ich jetzt leider. Tu peux répéter le chiffre? De plus de 350 millions d'habitants. Die Zahlen habe ich immer Probleme. 350 Millionen und sie ist sehr jung. Vous avez seulement le Nigeria qui fait 100 et quelques millions d'habitants. Allein Nigeria hat über 100 Millionen Einwohner. Et donc, c'est une population jeune et je suis d'accord avec l'analyse que vous faites sur les pressions exercées par notamment les pays de l'Union européenne, mais pas que, il y a aussi la Chine, il y a la Turquie, il y a l'Inde qui font des pressions sur les potentialités économiques de ces pays et qui privent les populations locales d'en jouir. Ich wiederhole, es ist eine sehr junge Bevölkerung und es ist nicht nur die Europäische Union, sondern es ist auch China, Indien, Russland, die auf die Länder der Westafrikas einen großen ökonomischen Druck ausüben, der diese jungen Menschen daran hindert, ihr Potenzial zu leben. Pour illustrer ce que je dis, on prend deux secteurs, la pêche et l'agriculture. Um das zu illustrieren, was ich gerade gesagt habe, möchte ich auf zwei Sektoren blicken, die Fischerei und die Landwirtschaft. Pour la pêche, on suit tous les pressions qu'exerce la Commission africaine, la Commission de l'Union européenne sur des pays comme la Mauritanie, comme le Sénégal, et qui ont eu comme conséquence la raréfaction de ce produit au niveau de la Mauritanie, au niveau du Sénégal. Wenn wir uns die Fischerei angucken, dann ist es vor allem der Druck der Europäischen Union, eben über die Fischereiabkommen, die dazu führt, dass wir vor unseren Küsten, vor der Küste des Senegal, aber auch Mauretaniens immer weniger Fisch haben. La Mauritanie est connue comme étant l'un des pays le plus poissonneux, en tout cas du monde. Mais nous, population mauritanienne, on n'a plus accès aux poissons. Tout le poisson est exporté au niveau de l'Union européenne et au Japon. Mauretanien ist als eines der fischreichsten Länder der Welt bekannt, aber der Fisch, der uns noch geblieben ist, der geht entweder nach Europa oder nach Japan. C'est ce qui a expliqué qu'en 2006-2007, il y a eu des grands mouvements de pirogues qui ont quitté l'océan Atlantique pour aller aux îles Canaries et c'est des anciens pêcheurs qui ne peuvent plus exercer leur métier, qui ne vivent plus de leur métier. Das ist der Grund, warum 2006, 2007 so viele junge Fischer sich mit ihren Fischerbooten auf den Weg gemacht haben auf die Kanarischen Inseln, weil sie von ihrem Beruf nicht mehr leben konnten. Et quand on prend le secteur de l'agriculture, sur la terre, la pression exercée sur la terre, on a aujourd'hui les grands capitaux, les grandes multinationales qui viennent, qui négocient avec les États sur des milliers d'hectares
et qui prennent ces hectares au détriment de la population qui vivait de l'agriculture traditionnelle. Und wenn wir auf die Landwirtschaft gucken, dann sind es eben die multinationalen Unternehmen, die mit unseren Staaten verhandeln, dass Tausende von Hektar von Land genutzt werden, um Nahrungsmittelproduktion für den Export zu betreiben, die der lokalen Bevölkerung in keinster Weise zugutekommt. Bon, là, je n'ai pris que deux exemples de deux secteurs, mais on peut prendre plusieurs. Le coton pour le Mali, le Burkina. Le coton burkinabé malien ne profite pas ni au Malien ni au Burkinabé. Jetzt habe ich über die Fischerei und die Landwirtschaft gesprochen, aber wir können auch über die Baumwollproduktion sprechen, die gerade für Länder wie Mali und Burkina Faso wichtig ist. Aber in diesen beiden Ländern profitiert man auch nicht mehr von der Baumwollproduktion. Aujourd'hui, les Maliens sont habillés par les produits chinois, alors qu'ils produisent du coton, et en grande quantité aussi. Le Burkina, c'est la même chose, la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Et toutes ces productions sont orientées vers l'exportation. Heute tragen die Menschen in Mali, Burkina Faso und der Elfenbeinküste aus China importierte Kleidung, während sie die Baumwolle für den Export produzieren. Et l'exemple plus frappant, le plus récent aussi, c'est la guerre de l'Ukraine, qui fait planer une menace réelle de famine sur l'Afrique. Et là, c'est une menace réelle de l'existence de ces populations. Aber die größte Bedrohung aktuell ist der Krieg in der Ukraine, der eine reale Bedrohung für das Überleben in der Region darstellt. Alors que nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le soleil, et nous sommes toujours dépendants des autres. Là, ça renvoie à beaucoup de considérations, et là, ça explique un peu le mouvement migratoire des jeunes qui quittent les terroirs de l'intérieur de nos pays, qui viennent dans les grands centres et qui essayent de continuer vers l'Europe ou les États-Unis d'Amérique ou dans les pays du Golfe. Parce qu'au niveau local, il n'y a plus de possibilité pour ces populations de vivre dignement de ce qu'elles connaissent comme métier. Also, obwohl wir den Boden, das Wasser und die Sonne haben und auch die Arbeitskraft, können wir von diesen Gütern nicht mehr profitieren. Es gibt kein Überleben in Würde aufgrund dieser externen Faktoren. Et je suis aussi d'accord avec les chiffres, de toute façon c'est les chiffres qui sont donnés par même l'OIM. Les migrations africaines, elles sont d'abord à l'intérieur du continent africain. Les Africains migrent à l'intérieur de leur continent. Contrairement à ce que véhiculent les médias, qu'il y a une invasion des Africains, les Africains quittent massivement le continent pour venir en Europe. Or, sur 10 jeunes Africains qui quittent leur pays, les 8 restent à l'intérieur du continent africain. Die jungen Afrikaner und Afrikanerinnen, die den Kontinent verlassen, um ihr Überleben zu sichern, ihr Land verlassen, um zu überleben, bleiben zum weitaus größten Teil in der Region, auf dem Kontinent. Das unterstreicht nicht nur das Buch von Olaf, sondern auch Zahlen, die die Internationale Organisation für Migration vorlegt. Et, puisque nous allons peut-être aller dans des discussions, mais je voudrais juste un peu insister sur deux faits qui me semblent importants. Qui peuvent aussi nourrir davantage la réflexion autour du livre. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich noch mal auf zwei Aspekte abheben, die Reflexion des Buches noch weiter entwickeln helfen könnten. C'est par rapport à l'externalisation des politiques européennes de la migration sur le continent africain. Zum einen die Frage der Externalisierung der Grenzpolitik der Europäischen Union auf den afrikanischen Kontinent. Et comment cette externalisation est en train de bouleverser tous les schémas politiques qui allaient vers davantage de l'Union africaine.
comment cette, cette externalisation est en train d'impacter négativement sur la liberté de circulation, qui pour nous devait renforcer la création de l'Union africaine. Und wie diese Externalisierung sich auch auf die politische Integration Afrikas auswirkt, also der und der Afrikanischen Union. Vous connaissez certainement qu'en 1979, l'ECOWAS, vous appelez ça ECOWAS ici, a mis en place un protocole de libre circulation, des, ça c'est en 1979. Donc c'est avant les accords de Schengen, parce que au niveau continental, on a compris que les frontières ne peuvent pas être considérées comme étant infranchissables. Et les politiques ont voulu aller dans le sens des populations en mettant en place ce protocole. Or, l'externalisation est en train de remettre en cause cette question de liberté de circulation à l'intérieur même du continent africain. Sie wissen vielleicht, dass es innerhalb der westafrikanischen Region bereits lange vor Schengen Freizügigkeit gab. Die ECOWAS, also die Regionalorganisation Westafrikas, hat bereits 1979 ein Protokoll über Freizügigkeit unterzeichnet, das jetzt durch die Externalisierungspolitik der EU in Frage gestellt wird. Nicht theoretisch, aber in der Praxis. Et l'autre point, et je pense que je suis très bavard, et l'autre point, c'est par rapport à l'existence du djihadisme dans la sous-région. Le mouvement djihadiste, comment il est en train d'impacter les populations, comment il est en train de remettre en cause la cohésion sociale au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Und ein anderer Aspekt, der bedeutsam für die Region ist, ist der Dschihadismus im regionalen Kontext, der die Sicherheit der Menschen in Frage stellt. En conclusion, nous sommes un cercle d'amis qui réfléchissons sur deux choses ou trois. La première chose, c'est l'eau, le problème de l'eau. La deuxième chose, c'est le problème de la terre au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Quelle approche critique il faut avoir en tant que société civile par rapport d'abord à nos gouvernants? Comment gérer nos ressources naturelles? Et c'est un groupe d'amis ici de quelques pays. Et la troisième chose, comment réfléchir davantage sur les pressions qu'on doit exercer sur nos pays pour ne pas accepter n'importe quel accord avec l'Union européenne. Et je pense que j'ouvre un peu la piste de réflexion et je vous remercie. Im Rahmen des von mir koordinierten Netzwerkes denken wir in diesem Zusammenhang über drei Fragestellungen nach. Die eine ist die Frage um das Wasser, um den Zugang zu Wasser, den Zugang zu Land und des Drucks, der insbesondere von der EU auf unsere Regierungen ausgeübt wird, um Ressourcen zu managen. Und diese Fragestellungen würde ich gerne auch in der weiteren Diskussion vertiefen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen wirklich spannenden Einblick. Ich hätte jetzt noch viel länger zuhören können. Olaf hat mich gerade angetippt, ich hatte viele Fragen vorbereitet, aber es sind genau das in Kraft, was ich erhofft hatte, und zwar, dass du gerne auf ein, zwei Punkte eingehen würdest, auf das, was Amadou gesagt hat, und vielleicht gibt es da nochmal eine Antwort, und dann würde ich auch ins Publikum öffnen. Olaf. Ja, also jetzt gar nicht im Sinne einer Gegenrede, sondern eher im Sinne eines den Faden Fortspinnens. Ich würde auch gerne auf den einen Punkt, den Amadou ganz am Anfang erwähnt hat, eingehen, nämlich diese große Trockenheit, die große Dürre. Also die hat sich ja in zwei Wellen bewegt. Die eine eben in der ersten Hälfte der 70er Jahre und dann nochmal 1984, 85. Und was tatsächlich spannend und aber auch deprimierend ist, ist zu sehen, dass selbst die heutige Krise eben in Mali und jetzt auch im Sahel insgesamt
dass die Verbindungslinien zu diesen Dürreereignissen aufweist. Und zwar eben darüber, Amadou hat das gesagt, dass diese Dürre eben unter anderem dazu geführt hat, dass Millionen Tiere verendet sind. Und das war eben vor allem für die Tuareg-Gesellschaft ein ganz zentrales Problem, weil die sich in ihrer sozialen Zusammensetzung nicht zuletzt darüber, wenn man so möchte, hergestellt hat, dass eben soziale Positionen abhängig waren von der Quantität des Tierbesitzes. Also ein bisschen, je mehr Tiere ich besessen habe, desto höher war ich in der Hierarchie und umgekehrt. Und jetzt hat es eben tatsächlich dazu geführt, weil es einen Viehverlust zwischen 80% und 100% für viele Communities gab, dass deren sozialen inneren Strukturen tatsächlich buchstäblich durch diese Dürre kollabiert sind. Und dann ist es zu diesen Migrationsprozessen in die Städte gekommen. Interessant ist eben, dass es nicht nur in die Städte Richtung, wenn man so möchte, Küstenländer in Westafrika ging, sondern dass eben auch einige in die nordafrikanischen Länder gegangen sind. Und zwar unter anderem einige in die Armee von Gaddafi. Und das sind nämlich die Generation der 80er Jahre, die damals eben aus der Tuareg-Community in die Armee Gaddafis als Söldner eingetreten sind. Das sind genau diejenigen, die dann, als eben Gaddafi gestürzt wurde, 2011 nach Mali zurückgekommen sind und dort diesen Tuareg-Aufstand zusammen auch dann mit Islamisten begonnen haben, der im Norden Malis zu der heutigen Krise geführt hat. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, das wäre jetzt ein bisschen ein allzu direkter sozusagen oder mechanistischer historischer Rückschluss, weil es Dürre gab, gibt es Aufstand im Norden Malis. Das wäre natürlich zu platt, sondern man muss viel eher sich angucken, dass die Leute aus der Tuareg-Community, die da eben damals vertrieben wurden und dann zurückgegangen sind, dass die natürlich auch mit dem Gefühl zurückgegangen sind, diese malische Gesellschaft hat uns damals nicht geholfen. Diese malische Gesellschaft hat seit der Unabhängigkeit pastoralistische, also nomadische und halbnomadische Lebensformen immer wieder zumindest sich unterstützt, teilweise aber auch ausdrücklich in Frage gestellt. Unmittelbar nach der Unabhängigkeit galt es für viele Unabhängigkeitsregierungen als nicht modern, nomadische Lebensformen zu unterstützen, sondern sie haben gesagt, die Zukunft liegt eigentlich in der Sesshaftigkeit. Und deswegen gab es viele mehr oder weniger auch mit Zwang versehene sozusagen Sesshaftigkeitsprojekte. Und das ist einer der Gründe, weshalb unter anderem die Tuareg-Community bereits das erste Mal 1963 in Mali einen Aufstand gemacht hat. Und weshalb es immer wieder zu Aufständen gekommen ist. Und als es dann eben diese Dürre gab und diesen Totalverlust und den Zusammenbruch auch der Tuareg-Gesellschaften, als auch damals dann das Gefühl war, uns wird eigentlich überhaupt nicht geholfen, da sind dann auch nochmal diese Gefühle genährt worden, okay, wir werden irgendwann zurückkommen und werden uns den Teil des Landes holen, der uns eigentlich zusteht. Und da kann man eben sehen, dass soziale und politische Konflikte verbunden mit Klimakonflikten bereits in dieser sozusagen frühen Ausformung, weil diese Dürre war bereits, das weiß die Klimaforschung heute, erster Ausdruck des menschengemachten Klimawandels, dass das so ineinander greift, dass das dann eben fatale Prozesse hat, die eben ganze Gesellschaften dann zumindest in größte Probleme, in Kriegszustände etc. bringen können. Und was da für mich wichtig ist, das ist eine These, die ich auch immer wieder in dem Buch versuche darzulegen, dass man die Sachen wirklich zusammendenkt. Dass man eben nicht sagt, Klimawandel führt zu Klimakonflikten und dann früher oder später zu Klimakrieg. Das ist zu einfach. Sondern dass man sagt, Klimawandel kann Spannungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen extrem zuspitzen. Und wenn dann weitere Probleme dazukommen, weil diese Bevölkerungsgruppen auch aus Interessensgegensätzen etc. ohnehin nicht mehr oder noch nie in einem guten Einvernehmen war, dann kann das eben, wenn man so möchte, zusammen genau so einen toxischen Effekt haben, dass es dann, wie unter anderem in Mali 2012, dann mit sozusagen 20-jähriger Verspätung als Boomerang zurückkommt. Und das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft in dem gesamten Buch zu sagen, egal ob wir über sozusagen Phänomene innerhalb des wirtschaftlichen Raumes reden oder ob wir über Fluchtursachen insgesamt reden, immer zu sehen, politische und ökonomische Verwerfung, klimatische Verwerfung, verschiedene Krisen müssen zusammenkommen, damit es überhaupt zu dem kommt, was heute der Fall ist. Und damit bin ich auch bei einem anderen Punkt, den jetzt Amadou ganz am Schluss nochmal angesprochen hat, Dschihadismus. Ich habe ganz am Ende, das vorletzte Kapitel des Buches ist ein Kapitel über den Sahel und über die Sahelkrise, wie sie sich seit 2012 entwickelt hat. Zuerst in Mali und dann hat die Krise sich ja
nach Burkina Faso und dann nach Niger in die Nachbarländer, wenn man so möchte, so vorgefressen. Und da sage ich, diese sozusagen Krise des Sahels ist eigentlich nur verstehbar, wenn man sie als Ausdruck einer Vielfachkrise, einer Krise des Staates, eines Staates, der überhaupt nicht anwesend ist, der keine Basisinfrastruktur, keine Basisdienstleistungen, keine Schulversorgung, keine Gesundheitsdienstleistungen zur Verfügung stellt. Wenn man sie als Krise des Staates, aber auch als Krise der Ökonomie, dass sich da eben lange nichts wirklich hat entwickeln können, als Krise des sozialen Zusammenhalts, dass eben Gruppen schon immer auch in einem Konkurrenzverhältnis stehen, dass dieses Konkurrenzverhältnis früher aber besser sozusagen gehandelt wurde, als es heute gehandelt wird, als eine Krise eben der klimatischen Verhältnisse und so weiter und so fort betrachtet. Nur wenn man tatsächlich, in dem Fall jetzt die Sahelkrise, als Ausdruck dieser verschiedenen Krisen begreift, dann kann man wirklich verstehen, was dort ist. Und dann kann man eben auch begreifen, warum es so unglaublich kurz greift, wenn immer wieder von religiöser Radikalisierung die Rede ist. So ein bisschen im Analogieverfahren zu dem, was wir hier in Europa haben. Wenn dann eben in Frankreich, in Paris, Dschihadisten auf die eine oder andere Weise eben zuschlagen und Musikclubs etc. angreifen, dann wird das ja immer als Ausdruck einer religiösen Radikalisierung begriffen. Und auch dort geht es dann natürlich darum, naja, ihr müsst natürlich aber auch gucken, wie sieht es in den Vorstädten aus, was sind das für Lebensgeschichten, die dahinter stehen, warum haben sich die Leute radikalisiert, viele haben sich im Gefängnis radikalisiert, wo sie als kleine Kriminelle gelandet sind, weil sie nämlich vorher eben sozial total prekarisiert waren. Und im Analogieverfahren kann und muss man eigentlich ganz Ähnliches eben auch für den Sahel sagen. Die religiöse Radikalisierung ist ein Fakt und sie gehört auch zum Verständnis der Gesamtthematik dazu. Sie ist aber eben nur sozusagen eine Dimension. Das kann man eben daran sehen, wenn man sich Untersuchungen anguckt mit ehemaligen dschihadistischen Kämpfern. Warum habt ihr euch dschihadistischen Gruppen angeschlossen? Dann reden die nicht über Religion, sondern dann reden die über ihre Situation zum Zeitpunkt, als sie sich angeschlossen haben. Die meisten waren ohne Arbeit. Für die meisten war es eben sozusagen ein Stück weit auch fast so etwas wie ein soziales Aufstiegsversprechen. Andere sahen sich aber auch unter Druck, weil ihre Dörfer oder ihre Familien sich angegriffen gesehen haben. Sie haben gesagt, wir müssen die verteidigen. Aber da landet man dann in diesen ganzen einzelnen Krisen. Und wenn man so möchte, diese Religion ist an dem Punkt nur so eine Art Katalysator oder so ein Zündfunke. Aber wenn man da eben diese anderen Momente vernachlässigt, dann kann man das tatsächlich nicht verstehen. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum manchmal der Dschihadismus auch als so eine Art Theologie oder negative Theologie der Befreiung dargestellt wird, weil es eine ganz lange Geschichte im Westen Afrikas gibt und insbesondere im Sahel von Dschihadismus, wo Dschihadismus immer schon ein Stück weit auch eine religiöse Bewegung war, wo eben Unterdrückte, Marginalisierte, ganz früher von Sklaverei bedrohte, später von sozialer Ausgrenzung bedrohte eben Gruppen, sich im Grunde genommen sozusagen des Dschihadismus und einer radikalen Lesart des Islam bedient haben, um soziale Interessen zu verteidigen. Und dieses sozusagen Ineinander aus sozialer Interessenslage und Religion, ich glaube, es gilt für Europa, aber ich glaube, es gilt eben auch für den Sahel. Und vielleicht noch einen dritten Punkt, darf ich noch? Kurz sagt der Moderator, aber ich würde es gerne ganz kurz tatsächlich sagen. Amadou hat auch nochmal den Punkt der Baumwolle aufgenommen. Und gerade an der Baumwolle und auch an der Frage der Textilindustrie kann man eben auch diese ganz lange Geschichte sehen, wie Europa immer wieder versucht hat, dafür zu sorgen, dass so etwas wie eine eigenständige Textilindustrie nicht entstehen kann. Die Textilindustrie in Westafrika ist deutlich älter als die Textilindustrie in Europa. Die ist über 1000 Jahre alt. Und die hat auch an verschiedenen Orten des heutigen Westafrika ursprünglich begonnen. In der Tschadsee-Region einerseits und rund um den Senegalfluss andererseits. Da hat eigentlich die Textilproduktion begonnen. Und jetzt durch mehrere Runden hindurch, bereits im Rahmen des Sklavenhandels, hat Europa dafür gesorgt, dass eben die dortige Textilindustrie parallel zur sich in Europa entwickelnden industrialisierten Textilindustrie, dass die eben vom Markt gedrängt wurde. Im Kolonialismus, als dann sich in der Zwischenzeit wieder eine Textilindustrie im Norden, beispielsweise Nigerias, entwickelt hat, haben die Kolonialmächte dafür gesorgt, dass die damals entstandene Textilindustrie abgeräumt wird. Die Kolonialmächte haben ganz ausdrücklich gesagt, wir wollen
die Baumwolle in Europa verarbeiten. Die unterworfenen, kolonial unterworfenen Gesellschaften sollen tatsächlich nur einen Rohstoff liefern. Und das Gleiche hat sich dann in der Verschuldungskrise in den 80er oder 90er Jahren wiederholt. Und es hat sich auch nochmal in den 2000ern wiederholt. Also mit anderen Worten, die Textilindustrie in Westafrika ist nicht nur älter als die europäische, sie ist immer wieder aufgestanden und sie ist immer wieder neu in verschiedenen historischen Wellen, wenn man so möchte, auf die Seite und vom Markt gedrängt worden. Und genau diesen langen Blick auf die Geschichte, glaube ich, muss man haben, um überhaupt eben verstehen zu können, weshalb, ich habe ja vorher diese Zahl gesagt, zwar 17% Anteil an der Weltbevölkerung, aber nur einen ganz, ganz kleinen Anteil an der globalen Industrieproduktion in diesen Ländern liegt. Das ist kein Produkt der letzten Jahrzehnte, sondern es ist wirklich ein Produkt einer langen Geschichte. Ja, vielen Dank. Dschihadismus als negative Theologie der Befreiung, eine sehr interessante These, die, glaube ich, deshalb auch gut begründet ist, weil eben man immer die ökonomischen Ursachen dafür anschauen muss, warum sich Menschen einer solchen Bewegung zum Beispiel anschließen. Amadou, magst du noch mal auf konkret etwas eingehen, wenn du Lust hast, oder sollen wir ins Publikum öffnen? Oui, c'est juste par rapport au djihadisme et par rapport à la destruction de la Libye par l'OTAN via la France. Et nous, déjà, on avait dénoncé la guerre que Sarkozy voulait imposer et voulait détruire carrément la Libye, parce qu'on savait de toute façon qu'il y aurait des conséquences très graves au niveau de la sous-région sahélienne, pas seulement malienne, mais sahélienne. Pourquoi? Parce que si vous prenez la Mauritanie, c'est une population de 4 millions sur une superficie de 1 038 000 km². Et vous avez des États très faibles qui ne peuvent pas couvrir en infrastructure toute cette superficie-là. Donc il y a des parties entières qui échappent au contrôle de l'État. C'est aussi le cas du Mali. On se disait que, attention, il y avait déjà des guerres que les Touaregs avaient initié au Niger avant de faire la guerre au niveau du Mali. Et on savait que l'armée de Kadhafi était composée pour l'essentiel, en tout cas la garde rapprochée de Kadhafi était des ressortissants de cette région, soit du nord du Niger, soit du nord du Mali. Une grande partie aussi des Touaregs vit en Mauritanie. Donc vous avez une population qui est éparpillée. Ich musste jetzt auch erstmal die Argumentation nachverfolgen, weil ich noch nicht genau wusste, worauf er hinaus will. Es war jetzt ein großer Bogen, den Amadou Mbow gespannt hat von der Ablehnung des Krieges, den man gegenüber Libyen ausgeübt hat, im Hinblick auf die das Wissen darum, dass diese enormen Territorien, das sind ja enorm lange Grenzen, die Länder wie Mali, Niger oder Mauretanien haben, überhaupt nicht kontrollierbar sind. Und was er zuletzt sagte, auch die Tatsache, dass die Tuareg, von denen die Rede war, ja zu den jenigen gehörten, die in Gaddafis Armee gedient haben und die sich andererseits eben vor allem aus diesen drei Ländern, Norden Malis, Nigers und Mauretaniens rekrutierten, dass das eine Mischung war, die zwangsläufig in eine sehr komplexe und schwierige Situation führen musste. Das war Kennern und Kennerinnen der Regionen und vor allem den Betroffenen aus den Regionen zu dem Zeitpunkt schon sehr deutlich. Et l'islam ouest-africain, si on parle de l'islam, il est sunnite. C'est un islam sunnite. Le wahhabisme est venu du Moyen-Orient ou de l'Arabie Saoudite. Donc c'est une exportation d'une vision de l'islam, c'est une partie qui vivait l'islam autrement.
Also wenn man über den Islam in Westafrika spricht, muss man wissen, dass es ein sunnitischer Islam ist, der ein Import darstellt von der arabischen Halbinsel, insbesondere aus Saudi-Arabien, der Wahhabismus. Et c'est pourquoi aujourd'hui le wahhabisme menace toute la sous-région ouest-africaine. Pas seulement que le Mali ou le Burkina, c'est toute la sous-région ouest-africaine, y compris la Mauritanie, qui est menacée. Man muss daher wissen, dass der Wahhabismus heute nicht nur Länder wie Mali oder Mauretanien bedroht, sondern die gesamte westafrikanische Region. Et malheureusement, et vous avez raison, il y a des populations qui sont très pauvres, qui sont facilement endoctrinées et qui tombent sur leur prêche. Et ça, ça existe au centre du Mali. Ça existe. Und du hast recht, Olaf. Es gibt Bevölkerungsteile, die sind sehr arm, die sind sehr verführbar und die lassen sich für den Dschihadismus rekrutieren. Das existiert vor allem im Zentrum Malis. Et c'est pourquoi nous on se dit, est-ce que la solution elle est militaire? Est-ce qu'elle est économique? Est-ce qu'il faut lier le militaire, l'économie et la politique? Pour essayer de faire avancer les choses. Parce qu'on a compris depuis malheureusement 2012, l'éclatement de la guerre, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans, les choses ne vont que s'empirer au niveau du Mali. Und die Frage, die wir uns stellen, ist eben, ist die Lösung wirklich auf der militärischen Ebene zu finden oder auf der ökonomischen oder auf der politischen oder muss nicht auf allen drei Ebenen agiert werden? Weil der Krieg, der 2012 in Mali losging, der bedroht mittlerweile die gesamte Region. D'habitude, moi, je ne suis pas pessimiste, mais je crains très sincèrement pour le Mali et le Burkina. Très sincèrement, c'est une question d'existence. Est-ce que l'État malien, tel que conçu par les Modibo Keïta, va rester? Est-ce que le Burkina, tel que conçu par les concepteurs du Burkina, va rester? Comment on va résoudre cette problématique? Et où va l'Afrique de l'Ouest de façon globale? Où est-ce qu'on va? Ich bin kein Pessimist, aber ich mache mir sehr, sehr große Sorgen, insbesondere um Mali und Burkina Faso. Werden diese Staaten, so wie sie durch ihre Begründer gedacht worden sind, überleben können? Und was macht das mit der gesamten Region, mit Gesamtwestafrika? Da mache ich mir wirklich sehr große Sorgen. Ich pense que pour chercher la solution, il faut avoir une vision holistique et essayer d'entendre toutes les voix, y compris la société civile malienne, ou nous qui sommes là, qui pouvons peut-être donner des pistes de réflexion à nos amis du Mali, du Burkina ou de la Mauritanie. Je pense que toutes les réflexions sont les bienvenues. Pour réfléchir ensemble et essayer de mettre ça sur la table des décideurs. De toute façon, leur impuissance est évidente aujourd'hui. Ich glaube, um eine Lösung zu finden, brauchen wir einen ganzheitlichen Blick. Wir müssen auf alle Akteure hören. Wir müssen auf die zivilgesellschaftlichen Akteure aus Mali, Burkina und aus den anderen Ländern der Region hören. Und wir müssen auch in den Dialog mit der Politik treten. Man muss einander zuhören, neue Lösungen zu finden, weil es ist ganz klar und offensichtlich, die Regierenden haben keine klare Perspektive, haben keine klare, mir fehlt gerade das Wort zu merken, ist gerade handlungsunfähig und ich würde sagen auch inkompetent, das war nicht das Wort, was er genutzt hat, aber in die Richtung ging es. Die Gouvernants sind machtlos. Machtlos, danke schön. Sie sind machtlos, impuissant, genau, das war's. Ja, ich bin nicht gewohnt zu übersetzen, für mich ist das eine ziemliche Herausforderung. Ja. Die Übersetzung ist wirklich perfekt, würde ich sagen. Ich würde jetzt ins Publikum öffnen, Fragen. Vielleicht kurze Anmerkungen, keine Co-Referate bitte. Und ich würde dann einfach mit dem Mikrofon hingehen, damit es auch auf der Aufnahme drauf ist, für das interessierte Publikum auf YouTube dann. Es sei denn, ihr oder sie wollen das nicht.
Meine Frage bezieht sich auf die Ernährungssicherheit. Einmal, wie sich die Situation in der Region darstellt und was jetzt, er hat ja die den Ukraine-Krieg angesprochen, was denn jetzt versucht wird, Konzepte zu entwickeln, wie man die Ernährungssicherheit erreichen kann. Gibt es in die Richtung eine, ich würde sagen, wir sammeln zwei, drei Fragen, wenn das okay ist für euch. Dann können mehr Leute reden. Das ist jetzt nicht in die Richtung, aber ich stelle sie trotzdem. Ich würde gerne wissen, wie ihr die Präsenz internationaler Truppen in der Region einschätzt. Also Frankreich hat ja Truppenabzug angekündigt, beziehungsweise Verlegung von Mali in den Niger. Deutschland ist auch präsent, bildet dort Soldaten aus. Also da wäre mir eure Einschätzung, würde mich sehr interessieren. Und da verlasse ich jetzt auch meine Moderatorenrolle kurz und würde nochmal bitten, vielleicht auch die Einschätzung von russischer Präsenz in der Region einzugehen, also die Wagner-Gruppe, wie das in der Region eingeschätzt wird. Und eine letzte Frage, ich hoffe, genau, ich sehe, dass mitgeschrieben wird, deshalb passt doch eine dritte Frage. Ja, meine Frage geht auch ein bisschen in die Richtung, und zwar, wie die Rolle auch in den früheren französischen Kolonien quasi bis heute von Frankreich eingeschätzt wird. Inwiefern ist da, man es da nicht vielleicht auch noch mit einem Kampf gegen bis heute andauernde koloniale Strukturen wie durch die Währungsunion des CFA Franc festgelegt oder auch beispielsweise wie Frankreich bis heute sehr leichten Zugang zu den ganzen Uranvorkommen im Niger hat, inwiefern das nicht ein grundsätzliches Problem noch in der Region darstellt. Danke für diese Fragen. Amadou. Merci pour la question par rapport à la souveraineté alimentaire qui se posait déjà avant l'invasion de la Russie, l'invasion faite par la Russie sur l'Ukraine. La question de la souveraineté alimentaire se posait et elle va aller malheureusement je dis, elle va aller en crescendo, elle va aller en grandeur parce que comme j'avais expliqué qu'il y a eu une longue période de sécheresse, les populations ne pouvaient pas produire ou peu produisaient très peu avec des moyens très artisanaux et nous avons dans la sous-région une économie extravertie carrément. Extraverti, c'est-à-dire tourner vers l'exportation. Tout ce qu'on produit est exporté en nature et nous revient en produit que nous achetons plus cher. Ich danke für die Frage zur Ernährungssicherheit. Das ist ja keine neue Frage, die jetzt nur über die russische Invasion in die Ukraine aufgetaucht ist, sondern die uns sehr lange schon beschäftigt. Ich habe auf die große Dürre 1973 verwiesen und es gab seither wiederkehrende Dürren. Und das ist eine Frage, die uns wirklich große Sorgen macht. Ein Problem, das sich beschleunigt und verstärkt und auch viel damit zu tun hat, dass wir unverarbeitete Produkte exportieren und verarbeitete Produkte importieren. De mon point de vue personnel, il faut qu'on inverse la façon de gouvernance, notre manière de gouverner. Il faut consommer ce qu'on produit. Il faut produire ce qu'on consomme. Meines Erachtens müssen wir die Produktions- und Handelsketten umkehren. Wir müssen das konsumieren, was wir produzieren. Il faut consommer ce qu'on produit. Et il faut produire ce qu'on consomme. Et nous avons la possibilité. Und wir müssen auch das produzieren, was wir konsumieren. Also wir müssen unabhängig werden. Nous avons la possibilité parce qu'on a des terres, on a de l'eau, on a l'énergie. Wir können das. On a le soleil, j'allais dire, pas l'énergie. Dieu nous a donné le soleil. Wir haben den Boden und wir haben die Sonne, die unsere Energie ist in dem Zusammenhang. Au lieu de négocier avec les multinationales pour donner des milliers d'hectares à ces multinationales qui produisent pour leur population, mais autant investir pour
la population qui vous a élu, il faut investir dans l'agriculture. Anstelle multinationalen Konzernen tausende von Hektar Land für die Produktion bereitzustellen, sollte man investieren, damit die lokale Bevölkerung das produzieren kann, wovon sie leben möchte und muss. Darf ich ganz kurz, Olaf Berner, würde auf diese Frage der Ernährungssouveränität direkt eingehen? Herr Felice, das hat gestern. Avant tu continues avec l'autre question. D'accord? D'accord. Ja, ich wollte dazu auch nochmal ganz kurz was sagen, weil ich die Frage aus einem Blickwinkel vor allem wichtig finde, der hierzulande oft unterschätzt wird. Vor allem die Sahelländer sind ja weiterhin agrarische Gesellschaften. Also wenn man das jetzt auf Gesamtafrika, auf Gesamtwestafrika bezieht, wohnen zwar ungefähr inzwischen die Hälfte der Menschen auf dem Land, aber die andere in den Städten, aber die andere Hälfte wohnt halt weiterhin auf dem Land, und selbst die, die in den Städten wohnen, sind weiterhin auf unterschiedliche Weise eben in landwirtschaftliche Prozesse involviert. Aber gerade die Sahelgesellschaften sind bis zu 75-80% wirklich ländliche Gesellschaften. Sprich, die Ernährungsfrage und die Frage der Ernährungssicherheit geht quasi ins Mark dieser Gesellschaften. Und insofern, das ist, wenn man so möchte, das auch ökonomische Rückgrat dieser Gesellschaften, inklusive eben pastoralistischen Produktionsformen, also Viehwirtschaft. Und insofern ist das so eine Art roter Faden in dem Buch, tatsächlich sich die Gesellschaften eben aus so einer ländlichen Perspektive anzugucken. Und da, glaube ich, muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass es eine systematische Marginalisierung der Landbevölkerung seit bereits kolonialen Zeiten gibt. Das, also Amadou hat es ja erwähnt, dass es eben diese Zurichtung darauf gibt, dass immer wieder größere Teile der landwirtschaftlichen Nutzflächen letztlich genutzt werden, um Exportprodukte anzubauen, was eben oft dann auf Kosten der Produktion von Nahrungsmitteln für die eigene Bevölkerung geht. Und dieser Prozess ist leider nach der Unabhängigkeit fortgesetzt worden, teilweise sogar intensiviert worden. Dass nämlich die Entwicklung der Städte ganz oft auf Kosten des Landes ging. Dass eben das Land gezwungen wurde, Exportprodukte anzubauen, dass die Regierungen aber der ländlichen Bevölkerung nur einen Bruchteil dessen sozusagen ausgezahlt hat, was sie auf den Weltmärkten für diese Rohstoffe, wie diese agrarischen Rohstoffe eingenommen haben. Also es gab seit dem Kolonialismus, und das reicht eigentlich bis in die Gegenwart, eine systematische Benachteiligung der Bevölkerung, indem eben die aus den Exporten erzielten Gewinne primär in den Hauptstädten und in den wenigen großen Regionalstädten verausgabt wurden und das Land, auch die infrastrukturelle Entwicklung des Landes, bis heute vernachlässigt wurde. Dann kamen dann noch die Strukturanpassungsprogramme drauf, die dann eben in den 80er, 90er Jahren auch dafür gesorgt haben, dass alle Formen von Subventionen an kleinbäuerliche Betriebe gestrichen wurden. Und insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, was Amadou gesagt hat, naja, jetzt zum Glück, ich finde das gut, dass das so ist, tritt im Moment, und es ist ja auch sozusagen unverzichtbar, tritt im Moment im Lichte der Ukraine-Krise, des Krieges dort, diese Frage der Ernährungssicherheit ein Stück weit mehr auf die Agenda hierzulande. Aber das Problem ist uralt. Die Frage, wie eben kleinbäuerliche Landwirtschaft gestärkt und unterstützt werden kann und inwieweit letztlich die Entwicklung dieser Gesellschaften vom Land aus ihren Anfang nehmen muss und nicht von den Städten aufs Land. Das funktioniert so rum nicht, weil die Mehrheit lebt eben auf dem Land. Das ist im Grunde genommen bis heute nicht gelöst oder nicht wirklich explizit angegangene Frage, auch wenn es zur Rhetorik jeder afrikanischen Regierung gehört, natürlich von der Wichtigkeit des landwirtschaftlichen Sektors zu reden. Das geht ja gar nicht anders. Wenn sie es nicht täten, dann würden sie 75% der Bevölkerung quasi übergehen. Deswegen reden sie davon, aber sie machen nichts. Und das ist im Grunde genommen auch ein ganz fatales Zusammenspiel zwischen eben städtisch geprägten Eliten einerseits und dann eben den von Amadou auch erwähnten internationalen Investoren, die ganz eigene Interessen verfolgen. Mais Olaf, vous avez raison. Vous avez raison qu'il faut prendre cette question. D'ailleurs, elle est prise au sérieux par, en tout cas, par certaines organisations de la société civile africaine et qui en font un véritable combat. Mais bon, c'est très compliqué, l'Afrique de l'Ouest.
l'Afrique de façon globale est compliquée pour les défenseurs, pour les militants et pour la société civile. Mais il y a quand même des organisations qui sont très connues par rapport à cette question. Je vais nommer par exemple Alternative Espace Citoyen, qui en font un cheval de bataille. Du hast völlig recht, Olaf. Das ist eine Frage, der sich auch einige Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen in Westafrika und in ganz Afrika annehmen. Das ist ein ganz zentrales Thema und ich möchte nur eine Organisation nennen, Alternative Espace Citoyen, ein anderer Partner auch von Medico, die das als ihr großes Kampfthema haben. Mais il y a d'autres, hein. J'ai donné juste un exemple du Niger, mais il y a d'autres, il y a au Mali, il y a d'autres organisations que vous connaissez déjà, qui sont sur la question de la souveraineté alimentaire et qui essayent de se battre. Es gibt aber auch zahlreiche andere Organisationen, das war jetzt nur ein Beispiel für den Niger, aber in Mali zum Beispiel gibt es auch viele Organisationen, die die Ernährungssouveränität zu ihrem zentralen Thema gemacht haben. Et donc, je vais passer par rapport à la question sur la présence des troupes au Mali, les troupes militaires au Mali, notamment les troupes des pays membres de l'Union européenne. Bon, d'abord, je dois dire personnellement, je suis en anti-guerre, je suis contre la guerre. Je suis vraiment, c'est d'abord mon principe. Et je ne peux pas valider une guerre. Je pense que la mauvaise solution qui trouve la paix vaut mieux qu'une guerre qui va finir par négocier. Donc négocions avant d'engager les guerres. Et je pense que ce qui s'est passé au Mali, c'est une corrélation de la guerre imposée par l'OTAN via Sarkozy. C'est la conséquence de cette guerre qui s'est produite au Mali. Ich möchte vorausschicken, ich bin aus Prinzip gegen den Krieg. Ich bin der Meinung, man sollte immer zunächst Verhandlungslösungen anstreben. Und wenn wir auf Mali gucken, dann ist es dieser aufgezwungene Krieg, durch Frankreich aufgezwungene Krieg, hinter dem andere Interessen auch stehen, der zu dieser Situation geführt hat. Und ich spreche vor allem über die Präsenz von EU-Truppen in Mali. Personnellement, j'avais discuté avec des amis du Mali et en leur disant que je ne pense pas que la présence des troupes occidentales soit une solution. Ich, wenn ich mit malischen Freunden diskutiere, sage ich, ich bin nicht der Meinung, dass internationale Truppen in Mali die Lösung sein können. Mais aussi le Mali, l'armée malienne en avait besoin de toute façon, avait besoin de soutien. Andererseits war die malische Armee so schwach, dass sie Unterstützung benötigt hat. Est-ce que ce soutien devait se traduire par une présence pérenne des troupes ou est-ce qu'il fallait soutenir la formation des militaires maliens? Die Frage ist, ob diese Unterstützung durch Präsenz auf malischem Staatsgebiet sicherzustellen ist oder eben durch eine Unterstützung der malischen Armee. Si vous voulez, moi, mon point de vue est que la présence des troupes étrangères au Mali ne va pas régler le problème de fond, y compris la Russie qui est présente par des mercenaires. Ça, ce n'est même pas, on ne peut pas imaginer que des mercenaires puissent apporter la paix dans une. Ce n'est même pas possible pour moi. Mais ça, c'est ma lecture à moi. Elle peut être erronée, elle peut être fausse, mais c'est ma position. Je pense que les autorités maliennes sont sur une piste qui n'est pas très bonne. Meiner Meinung nach können externe Truppen, ob westliche oder russische, Milizionäre die Situation in Mali nicht zum Guten wenden. Meines Erachtens ist die malische Regierung, du gouvernement de 2012 so aktuell, ist die aktuelle malische Regierung sehr schlecht beraten. Ich habe jetzt nachgefragt, welche Regierung er meinte, weil die ursprüngliche die Regierung 2012 hat ja Frankreich gerufen, die jetzige Militärregierung hat die Russen und die Wagner-Gruppe gerufen. Aber vor allem die aktuelle Regierung ist sehr schlecht beraten, die russische Milizionäre gerufen zu haben. Oder die russische Unterstützung, wie auch immer sie aussieht. Par rapport à la présence française,
Moi, j'ai toujours été contre, et je suis contre, la présence militaire française dans la sous-région. Was die französische Präsenz angeht, militärische Präsenz, ich war immer dagegen und ich bin nach wie vor gegen die Präsenz französischen Militärs in der gesamten Region. Et la France n'est pas seulement présente militairement, mais elle est vraiment présente par le franc CFA. Moi, je suis contre le franc CFA depuis toujours, jusqu'à aujourd'hui. Et j'étais parmi les jeunes Mauritaniens qui avaient poussé le gouvernement mauritanien à sortir du franc CFA pour créer notre monnaie nationale. Schon immer gegen die Präsenz Frankreichs gewesen in der Region, nicht nur die militärische, sondern auch die ökonomische Präsenz in Form der Franc-CFA-Zone, die ja auch eine aufgezwungene regionale Währung ist. Für die, die es nicht wissen, der Franc-CFA gilt in vielen Ländern Westafrikas als die regionale Währung, ist aber direkt früher an den französischen Franc gekoppelt gewesen, jetzt an den Euro und bedient vor allem französische ökonomische Interessen, nicht die regionalen, auch wenn es durch die einheitliche Währung, je fais juste une parenthèse pour expliquer la zone Franc-CFA. Und diese Währung erleichtert zwar den Handel, hat auch ökonomische Vorteile, aber in erster Linie für Frankreich. Amadou Mbo war in Mauretanien unter denen, die sich schon sehr früh gegen diese Franc-CFA-Zone ausgesprochen haben und der seine eigene Regierung zum Austritt aus der Franc-CFA, aus der CFA-Zone gedrängt hat und damit auch Erfolg hatte. Depuis quand? 1973. Also seit 1973 hat Mauretanien seine eigene Währung, den Uguaya, kennen wahrscheinlich die wenigsten hier, also eine eigene nationale Währung, was in dem Regionalzusammenhang eine Ausnahme ist. Bon, j'étais jeune et vieux en même temps 73, mais là on avait un mouvement de gauche très fort en Mauritanie. Et on a eu la chance de bousculer le pouvoir civil en Mauritanie pour en sortir de la zone franc CFA, de nationaliser la MIFERMA. La MIFERMA, c'est une société que la France avait créée en 1958 pour l'exploitation des mines de fer de Mauritanie. Et nous avons réussi à sortir du franc CFA, à sortir de la MIFERMA pour créer la Société nationale des industries minières de Mauritanie en 1973. Malheureusement, le mouvement de gauche s'est considérablement affaibli dans la zone. Er war zu der Zeit 1973 zugleich sehr jung und sehr alt. Ich weiß nicht, wie das zu verstehen ist. Wir sind etwa der gleiche Jahrgang. aber zwei zentrale Forderungen, die sie eben hatten als junge Studierende, war zum einen der Ausstieg aus der CFA-Zone und die andere, die Nationalisierung der Mifira oder so ähnlich, also eines Konzerns, eines Staats, als damals Nichtstaatsunternehmens, was mittlerweile nationalisiert wurde zum Abbau und Vertrieb von Eisenerz, eines der zentralen Exportprodukte Mauretaniens. Juste une précision, nous ne sommes pas anti-français, nous sommes contre la politique française en Afrique de l'Ouest. Also nur ganz klar zu sein, wir sind nicht antifranzösisch, sondern wir sind gegen die Politik Frankreichs in Westafrika. Ja, ich würde den Faden nochmal auch der Truppen jetzt aufnehmen, der dann natürlich dann auch viel mit Frankreich zu tun hat. Ich glaube, man muss sich ja vergegenwärtigen, dass es da so verschiedene Missionen gab oder gibt. In Mali gab es 2013, also nachdem dann 2012 es den Aufstand im Norden gab und dann der Norden Malis durch Islamisten besetzt wurde, gab es dann Anfang 2013 eine französische Militärintervention. Und diese französische Militärintervention am Anfang 2013 wurde von großen Teilen der Bevölkerung positiv begrüßt. Doch dann fing schnell das Problem an, dass eben Frankreich dann
nachdem sozusagen dieser erste Abschnitt des Kampfes gegen die Dschihadisten halbwegs erfolgreich war, dann fing eben Frankreich an, relativ unilateral und auch darin eigene Interessen verfolgend, diesen Antiterrorkampf fortzusetzen und im Grunde genommen einen sehr stark auf die militärische Komponente setzenden Kampf zu führen. Sprich, Frankreich hat sehr stark diese ganzen, worüber wir vorher gesprochen haben, ökonomischen Fragestellungen, die ganzen Konflikte zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, zwischen unter anderem Ackerbauern und Pastoralisten, die Konkurrenzen um Land und Wasser und all diese Fragestellungen hat Frankreich weitgehend ausgeblendet. Stattdessen hat Frankreich teilweise sogar mit einzelnen Akteuren in diesen Interessenskonkurrenzen Abkommen geschlossen, um gegen andere zu kämpfen. Sie haben gesagt, wir müssen mit den Tuareg zusammenarbeiten, die Tuareg kennen sich dort gut aus, um gegen andere Islamisten, die teilweise auch Tuareg, aber eben auch Pöll etc. waren. Und das Ergebnis war, und da sind sich im Grunde genommen jetzt nach vielen Jahren Antiterrorkampf seit 2013 alle BeobachterInnen in Westafrika oder im Sahel einig, dass im Grunde genommen die ganzen Probleme vertieft wurden, weil derart viele Konfliktlinien geschaffen wurden, weil derart viel auch Hass in der Bevölkerung geschaffen wurde, weil es dann eben auch viele Kollateralschäden gab, weil eben aber auch Frankreich im Grunde genommen die malische Regierung und die malische Armee völlig außen vor gelassen hat und einfach ihr eigenes Ding gemacht hat, dass das auch ganz viel Misstrauen gestiftet hat. Also ein Beispiel, wo man das irgendwie gut exemplifizieren kann, ist die Stadt Kidal im Norden Malis oder im Nordosten Malis. In der Stadt Kidal leben vor allem eben auch Tuareg, die diesen Aufstand 2012 ganz maßgeblich begonnen haben. Einige von denen waren sogar mit Haftbefehl gesucht von der malischen Regierung oder dem malischen Staat, der malischen Justiz. Und gleichzeitig waren die BewohnerInnen eben dieser Stadt Kidal die engsten sozusagen Bündnisgenossen Frankreichs im Kampf gegen die Dschihadisten. Und das hat bereits seit 2014 extreme Proteste in der malischen Bevölkerung aufgerufen, weil nämlich die malische Armee gar nicht nach Kidal durfte. Frankreich hat dafür gesorgt, dass Mali, die malische Regierung, selbst der Premierminister, konnte nicht in die Stadt Kidal kommen. Der hat dann mal einen Versuch gemacht, quasi ein Stück weit provoziert, ist mit dem Flugzeug angeflogen, das Flugzeug wurde beschossen, da sind 14 lokale Bürgermeister ums Leben gekommen und Frankreich hat quasi über das Ganze seine Hand gehalten. Also Frankreich hat im Grunde genommen Aufständische innerhalb Malis gegen die malische Regierung und den großen Willen der malischen Bevölkerung verteidigt, weil sie mit denen wiederum den Antiterrorkampf machen wollte, der aber so sozusagen ausgerichtet war, dass auch die vorher erwähnten unter anderem Zugänge zu den Uranminen im Nachbarland Niger gesichert waren und so weiter und so fort. Man könnte das jetzt ganz stark detaillieren, muss man aber gar nicht, weil das Ergebnis ist ja inzwischen bekannt. Inzwischen hat salopp formuliert Mali Frankreich rausgeworfen. Es ist erst zu einer diplomatischen Eskalation gekommen, jetzt hat Mali alle Militärverträge erstmal mit Frankreich aufgekündigt, weil sie einfach gesagt hat, so eine Art von sogenannter externer Hilfe, die derart unilateral, derart sozusagen im alten Geiste vorgeht und die im Grunde genommen darin auch noch eigene Interessen verfolgt, die vertieft unser Problem und das hilft uns gar nicht. Und deswegen ist im Grunde genommen diese ganze gescheiterte Militärmission von Frankreich auch einer der ganz wesentlichen Gründe, weshalb es inzwischen, also wirklich gerade unter jungen Menschen, eine unglaublich starke Ablehnung von Frankreich gibt. Angefangen hat es eigentlich mit ganz anderen Fragen vor einigen Jahren, unter anderem in Massenbewegungen gegen den Front CFA. Also neben so einem ganz grundsätzlichen, quasi antikolonial oder antineokolonial imprägnierten Grundgefühl, das kann nicht richtig sein, dass die ehemalige Kolonialmacht hier so viel Raum einnimmt, dann eben dieses Gefühl, das kann nicht sein, dass die die Währung bestimmt. Also das wesentliche Moment ist, dass die Geldmengenpolitik wird in Paris gemacht, des Front CFA. Sprich, die westafrikanischen Länder können nicht das machen, was China macht, nämlich den Front CFA systematisch ein bisschen unterbewerten, um ihre eigenen Exporte anzukurbeln. Im Grunde genommen sind Produkte aus Westafrika auf dem Weltmarkt einfach ein Stück weit zu teuer und haben keine Chance auf dem Weltmarkt gegen günstige andere Produkte anzuhalten. Das würde nur gehen, wenn eben die westafrikanischen Länder die gleiche Möglichkeit wie China hätten, die Geldmenge selbst und sozusagen auch die Bewertung des CFA selbst vorzunehmen, dann könnten sie dafür sorgen, dass ihre
Produkte, wenn es sie denn gibt, das ist eine andere Frage, aber wenn sie sie haben, damit die dann auch halbwegs konkurrieren kann. Das ist sozusagen der Grund, weshalb dagegen auch so Proteste stattgefunden haben. Aber im Grunde genommen ist es erst diese Art der Antimilitärpolitik gewesen, die das Ganze jetzt richtig hat, das fast zum Überlaufen bringen lassen. Aber was jetzt auch wichtig ist, seit ungefähr ein, zwei Jahren, wenn man so möchte, werden diese ganzen Proteste gegen Frankreich auch nochmal von der russischen Seite durch diese ganzen Propagandageschichten, die wir schon aus der Wahl von Trump, aus dem Brexit, aus Corona und jetzt aus der Ukraine kennen, werden eben diese Geschichten auch ganz stark von Russland unterstützt. Es gibt unglaublich viele Videos, die im Grunde genommen antifranzösisch ausgerichtet sind, die eine richtige Kritik aufnehmen, aber die sie nochmal extrem verstärken und teilweise, das muss man leider auch sagen, das gehört auch zur Wahrheit, mit bizarren Verschwörungstheorien verbinden. Also in der Zwischenzeit ist es eben nicht nur so, dass die Kritik, die ursprünglich sozusagen ganz auf den Kern bezogen war, nämlich französische Interessenspolitik, dass das kritisiert wird, sondern dass Frankreich alles mögliche Schlechte quasi angedichtet oder Frankreich in einem Ausmaß für die Probleme verantwortlich gemacht wird, dass im Grunde genommen andere Kritikpunkte, auch an den eigenen Regierungen, die noch vor einigen Jahren völlig normal waren, dass sie formuliert werden, dass sie plötzlich nicht mehr formuliert werden. Und das ist tatsächlich auch nochmal so ein Ergebnis einer Manipulation von außen. Also das ist jetzt auch so ein Prozess, der sich durch mehrere Runden auch leider auf eine schräge Weise zugespitzt hat, wo eben auch viele inzwischen sagen, die eigentlich sozusagen Teil dieser Bewegung sind, na, das hilft uns auch nicht. Wenn die Kritik an Frankreich so stark wird, dass wir plötzlich unsere eigenen Regierungen nicht mehr kritisieren, dann ist was an der Kritik auch falsch. Aber jetzt nochmal letzter Satz. Das war jetzt alles zu Frankreich. Ganz anders wird die UN-Friedensmission MINUSMA wahrgenommen. Bei der sagen letztlich auch relativ viele in Mali, naja, sie könnte besser sein. Wobei besser sein immer damit verbunden wird, am schönsten wäre es, wenn sie einen Kampfauftrag hätte. Die meisten hier werden wahrscheinlich wissen, dass die UN quasi nur in äußersten Ausnahmefällen UN-Friedensmission mit einem Kampfauftrag ausstattet, weil das ja auch ein Widerspruch ist, wenn ich einen Kampfauftrag habe, bin ich keine Friedensmission mehr. Dann kann ich keinen Interessensausgleich mehr vornehmen. Sie sagen, am schönsten wäre es, wenn die UN quasi kämpfen würde und noch schöner wäre es, wenn unsere eigene Armee das machen könnte. Insofern gibt es so eine Hierarchie. Die UN, die EU-Ausbildungsmission, an der auch Deutschland beteiligt war, ist eigentlich die beliebteste Mission. Weil das ist nämlich die Mission, von der die Leute sagen, die führt dazu, dass früher oder später unsere eigenen Armeen in der Lage sind, uns zu schützen. Da muss niemand mehr von außen kommen und dann kann niemand mehr von außen seine eigenen Interessen verfolgen. Wenn das nicht geht, weil unsere Armeen zu schwach sind, naja, dann lieber eine UN-Friedensmission, weil die ist jedenfalls multilateral und da ist eben gewährleistet, dass nicht eine einzige ehemalige Kolonialmacht quasi den Ton angibt. Und insofern wird durchaus gesehen, und das muss man sich auch klar machen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Auftrag der UN-Friedensmission ist, dass die UN-Friedensmission MINUSMA viele Stabilitätsinseln auch schafft, lokale Friedensverträge ermöglicht etc. pp. Also insofern muss man es wahrscheinlich tatsächlich in dieser ganzen Bandbreite angucken und das wird teilweise auch je nach Land, aber auch je nach Kontext und Situation sehr unterschiedlich bewertet. Spannend ist vor allem eine Umfrage, die die Friedrich-Ebert-Stiftung einmal im Jahr seit 2012 in Mali macht, das Mali-Metre. Und da kann man immer sehen, dass auf der einen Seite es starke Kritik an MINUSMA, aber auch an Frankreich gibt. Aber wenn dann die Frage kommt, warum kritisiert ihr die, dann kommt nicht etwa, weil es ausländische Truppen sind, sondern weil gesagt wird, die machen keine gute Arbeit. Und das heißt eben im Umkehrschluss immer, was wäre denn nötig? Ja, sie sollen gute Arbeit machen. Und wenn sie gute Arbeit machen, sind sie auch willkommen. Also da kann man tatsächlich sehen, man muss eigentlich wirklich über die Qualität und die Ausrichtung und die Umsetzung reden. Und es ist nicht so sehr so eine Souveränitätsfrage. Wobei bezüglich Frankreich ist es zur Souveränitätsfrage geworden, weil es die ehemalige Kolonialmacht ist, die ihren eigenen Stiefel durchzieht. Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Wir haben es jetzt 13 Minuten vor 9 Uhr. Ich würde noch zwei letzte Fragen zusammennehmen und dann mit der Bitte um kurze Antworten. Genau, es haben sich auch nur zwei gemeldet gerade. Das passt. Ich habe noch ein Thema, was noch nicht angesprochen worden ist. Sozusagen, Sie haben ja am Anfang dargelegt, dass es eine Binnenwanderung zwischen verschiedenen Ländern in der Region gibt, um zu arbeiten in anderen Ländern und wieder zurückzukehren.
Und durch das Grenzregime, das auch versucht, die EU in Westafrika aufzubauen, wird das nicht alles zerstört? Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen genauer wissen, wie Sie die Rolle Chinas einschätzen. Ich war gerade in Dakar und man hat ja schon den Eindruck, dass überall Gebäude stehen, bis hin zu diesem neuen Museum der afrikanischen Zivilisation, das von China gebaut wurde, die Infrastruktur wird von China gebaut. Die Stimmung fand ich interessant, so pro contra. Andererseits habe ich im Fischereisektor stark recherchiert und auch da spielt ja China eine immense Rolle mit seinen Trawlern, jetzt auch bei dem neuen WTO-Abkommen, was versucht worden ist im Blick auf illegale Fischerei und wie man den Zugang der Fischer und Fischerinnen verbessern kann, Fischereiarbeiterinnen für ihre Ernährungssituation. Auch da spielt China immer so ein bisschen den großen Player, unterstützt einerseits die Länder, hat aber ganz stark eigene Interessen. Und ich hätte ganz gern, dass wir zum Abschluss, gerade im Blick auch auf die Zukunft Westafrikas, die Rolle Chinas noch mal etwas genauer beleuchten. So, wer möchte anfangen? Einmal durch. Je reviens juste pour deux mots par rapport à la présence des troupes en Afrique, au-delà du Mali. Mais ich möchte jetzt nur noch zwei Sachen sagen zur Präsenz von Truppen in Frankreich jenseits von Mali. Les troupes sont présentes en RDC depuis combien de temps? Et est-ce que le problème a été réglé? La République démocratique du Congo, qui connaît plus de 1 million de décès, de morts, à cause des guerres. Et pourtant, les troupes des Nations Unies sont présentes depuis plus de 20 ans. Est-ce que ça a résolu le problème? Zum Beispiel nach Kong, in den Kongo gucken, da gab es über 100 Millionen Tote und hat die Präsenz internationaler Truppen, hat die Präsenz der UN da wirklich was verändert? Moi, je suis toujours dubitatif par rapport à la présence militaire externe au niveau du continent africain. Parce que je me dis que quand on intervient, on a des intérêts derrière, notamment la France, que nous connaissons plus. Und ich sage immer, wenn ich bin grundsätzlich gegen die Präsenz internationaler Truppen in Afrika, weil hinter jeder Präsenz stecken Interessen und die Frankreichs kennen wir am besten. Je fais le parallélisme, c'est l'intervention de FMOC, c'était les forces ouest-africaines dirigées par le Nigeria en Sierra Leone. Pour arrêter la guerre en Sierra Leone. Ich möchte auf die Erfahrung mit den Einsatztruppen der Westafrikanischen Union unter dem Kommando Nigerias in Sierra Leone zu sprechen kommen. Et quand on compare les deux interventions, on voit que les résultats sont différents, sont très différents. Und wenn man die beiden Interventionen, also Kongo und Sierra Leone, vergleicht, dann kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen. La même manière quand ECOWAS a donné aux forces, bon, ils ont mis des forces rapides de réaction pour déloger Yahya Jammeh. Mais ça a été rapide. Als die ECOWAS Interventionstruppen gesandt hat, haben sie sehr schnelle Reaktionen gezeigt. Donc on fait des interprétations par rapport à tout ça. Donc je reviens par rapport à la question sur la migration intérieure. L'externalisation, je pense que les conséquences sont très graves. Aujourd'hui, les Africains ne peuvent plus circuler librement à l'intérieur de leur continent. Was die Externalisierungspolitik angeht, bin ich der Meinung, dass die Konsequenzen sehr schwerwiegend sind. Heute können Afrikaner und Afrikanerinnen nicht mehr frei innerhalb ihres Kontinents reisen. Je prends un exemple de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous parlons de l'Afrique de l'Ouest. Le protocole de la libre circulation date de 1979, comme je l'ai dit. Wenn wir jetzt nach Westafrika gucken, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Protokoll zur Freizügigkeit innerhalb der ECOWAS-Zone stammt aus dem Jahr 1979. Normalement, tout ressortissant communautaire peut circuler librement à l'intérieur de l'ECOWAS, normalement. Diese,
Dieser besagt, dass jeder, der aus einem Land der ECOWAS-Zone stammt, sich frei, also ohne Visum, innerhalb dieser Zone bewegen kann. Aujourd'hui, on n'y va rien pour aller au Niger. Sortir de Niamey pour aller à Agadez. Mais ce n'est pas possible parce que la frontière de l'Union européenne sont à l'intérieur du Niger même, ou même au Burkina. Selbst innerhalb von afrikanischen Ländern, wie zum Beispiel im Niger, wirkt sich der Einfluss Europas auf das Grenzmanagement aus. Wir haben jetzt Grenzen innerhalb einzelner Nationalstaaten, wie zum Beispiel im Niger, wo es mittlerweile ein Problem ist, von der Hauptstadt Niamey in das Zentrum in das nördliche Zentrum Agadez zu reisen. La même manière, le Sénégalais qui veut venir à Mauritanie, il y a une convention qui date de 1965, 5 ans après l'indépendance, qui dit qu'on peut circuler librement entre les deux pays. Mais ce n'est plus possible. À partir de Rosso, on est arrêté et refoulé. Selbst für Malier, die nach Mauretanien wollen, zwischen Mali und Mauretanien gibt es eine Vereinbarung, dass zwischen den beiden Ländern die Freizügigkeit gewährleistet ist. Auch das ist nicht mehr möglich aufgrund des Einflusses der EU. Donc, les conséquences sont là, on les vit et elles sont très graves. Elles sont très graves par rapport à la restriction du mouvement de circulation des personnes, à la rétention dans les prisons, aux violences faites par ces populations dans les prisons. Et pourtant, elles n'ont commis aucune infraction, sauf la volonté de vouloir circuler librement à l'intérieur de leur propre continent. Und die Konsequenzen sind wirklich schwerwiegend. Es gibt Leute, die erleben Gewalt an den Grenzen und es gibt willkürliche Festnahmen aufgrund dieser aufgezwungenen Grenzziehung. Es gibt Leute, die im Gefängnis sitzen, weil sie nichts anderes gemacht haben, als ihr Recht wahrzunehmen, sich zwischen dem einen und dem anderen Land über die Landesgrenze zu bewegen, obwohl sie das Recht dazu haben. Vous avez parlé de l'expérience de la Chine au Sénégal, qu'elle a construit beaucoup d'infrastructures, elle a construit beaucoup d'infrastructures en Afrique de l'Ouest, pas que le Sénégal. Et la Chine a des intérêts. La Chine, c'est comme l'Union européenne, il ne faut pas se tromper. La Chine cherche ses propres intérêts. Et je vais vous donner un exemple très simple et qui dit long par rapport aux intérêts chinois en Afrique. Sie haben jetzt die Rolle Chinas aufgerufen. China hat viel in Infrastrukturprojekte, nicht nur in Westafrika, sondern in ganz Afrika investiert. Und China hat natürlich auch seine Interessen und die Interessen sind sehr klar. Und ich möchte dazu ein Beispiel geben. La Chine a signé un accord avec le Sénégal pour la production de la farine du poisson. Et le même accord a été signé avec la Mauritanie. China hat mit dem sénégalaisischen Regierung einen Vertrag unterzeichnet zur Produktion von Fischmehl und derselbe Vertrag war auch mit der mauretanischen Regierung unterzeichnet worden. Et cet accord met en danger l'environnement parce que c'est très polluant. Je ne sais pas si vous avez vu les usines qui fabrique la moka, on appelle ça localement la moka, c'est extrêmement polluant, on ne peut même pas respirer à côté. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller à côté de ces usines-là. Et l'autre conséquence, c'est sur la production halieutique, le poisson, on l'a pris. Also die Konsequenzen dieser Abkommen, die sind enorm. Zum einen ökologische Konsequenzen. Es ist extrem verschmutzend, die Produktion von Fischmehl. Ich weiß nicht, ob Sie die Gelegenheit hatten, sich an so eine Produktionsstätte anzunähern. Man kann da kaum atmen. Und das andere ist die Grundlage dafür. Wir haben eigentlich keinen Fisch mehr, den man zu Fischmehl verarbeiten könnte. Aussi bien l'Union européenne, la Turquie, la Chine, l'Inde, l'Afrique est devenue un enjeu. Et c'est aux Africains de se prendre au sérieux, de savoir où se trouve leur intérêt et ne pas compromettre
les intérêts des générations futures. Et ça, c'est extrêmement important. Die Herausforderungen für die afrikanischen Gesellschaften im Hinblick auf Staaten wie China, EU, Russland oder Indien ist, dass sie immer klar haben, dass all diese Akteure ihre Interessen haben und dass die afrikanische Regierung nun endlich mal die Interessen ihrer Bevölkerung in diesem Zusammenhang wahrnehmen müsste. Ce discours, nous allons le porter ensemble et je pense que si vous avez des compléments par rapport aux conséquences de l'externalisation ou la présence chinoise en Afrique. Merci. Ja, und ja, fordert Olaf auf, da noch zu ergänzen zu diesen beiden Fragestellungen. Wir haben noch wie viele Minütchen? Zwei, drei? Also nur einfach so ein paar Stichworte. Das eine Stichwort haben wir vorher gar nicht erwähnt. Ich würde es einmal gerne gesagt haben, damit es auch gesagt ist. Es war ja auch die Frage nach Russland noch im Raum, nochmal bei den Militärtruppen. Das ist gerade wahnsinnig ambivalent. Und zwar auf der einen Seite, und das ist nämlich eine Parallele auch zu China, eigentlich macht sich niemand einen vor. Alle wissen, dass Russland nicht aus Liebe zur malischen Bevölkerung jetzt unter anderem in Mali interveniert. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass Russland, das eine sind die 500 Söldner, aber was viel wichtiger ist, ist, dass Russland im Moment relativ gutes Militärequipment an die malische Armee liefert. Militärequipment, was Frankreich Mali immer vorenthalten hat. Und das ist auch der Grund, weshalb jetzt im Moment tatsächlich die malische Regierung relativ erfolgreicher gegen Dschihadisten vorgehen kann als jemals zuvor. Auch der vierteljährliche Report der MINUSMA an den UN-Generalsekretär sagt, dass in den letzten im letzten Vierteljahr 50.000 Menschen in ihre Dörfer zurückkehren konnte. Auch die Bauerngewerkschaft, mit der wir zusammenarbeiten, die sagen, naja, wir können wieder auf die Felder, wir können wieder auf den Markt, es konnten sogar ein paar Schulen eröffnet werden. Und das ist jetzt so eine gewisse Ambivalenz. Russland macht Interessenspolitik, aber Russland gibt auch was Bestimmtes, was gerade sehr geschätzt wird und im Grunde genommen ein großer Teil der malischen Bevölkerung ist zurzeit ganz klar auf der Seite Russlands und das heißt verrückterweise auch, verteidigt im Grunde genommen den Angriff auf die Ukraine. Und zwar aber eigentlich aus einer eigenen schlechten Situation heraus. Und jetzt ist das ganz ähnlich mit China. Also jetzt nochmal im Sinne der Ergänzung, was ich immer in den letzten Jahren mitbekomme und was auch Umfragen zeigen, ist im Grunde genommen, auch China hat vor allem Interesse, seine eigenen industriellen Produkte loszuwerden. Kein Moped in irgendeiner westafrikanischen Stadt, was im Grunde genommen nicht mehr in China produziert würde und alle anderen Massengebrauchsgüter. Also die wollen eigentlich auch ihre Industrieprodukte verkaufen und Rohstoffe gewinnen. Aber viele Leute sagen, im Grunde genommen der Deal, den China anbietet, ist insgesamt ein Stück weit ein besserer oder ein relativ fairerer Deal als den, den die europäischen Länder anbieten. Und das spiegeln alle Umfragen wider. In Mali sagt eine Umfrage, 80% der malischen Bevölkerung, ich zitiere das auch in dem Buch, bewertet den Einfluss Chinas in seinem Land als positiv. Obwohl alle, die man fragt, ganz klar sagen, das sind nicht unsere Freunde. Aber der Deal ist besser. Und entsprechend zeigen das auch Umfragen auf alle afrikanischen Länder bezogen. Also das sozusagen zu Russland und China in einem. Und jetzt nochmal zu der Frage mit der Destabilisierung. Amadou Bou hat ja das erwähnt, eben, dass diese Zirkulation zwischen den Ländern ganz stark eingeschränkt ist. Und ich würde da gerne nur noch ergänzen wollen, dass ja ganz viele Menschen unter anderem durch grenzüberschreitenden Kleinhandel, vor allem Frauen, ihr Geld verdienen. Und wenn jetzt es eben immer schwieriger wird, die Grenzen zu überschreiten, und wir haben das in mehreren Recherchereisen miterlebt, dass das nämlich dann auch bedeutet, weil es mehr Militärposten gibt, muss mehr Geld, sozusagen Schmiergeld an den einzelnen Posten gezahlt werden, dann wird die Gewinnmarge immer kleiner und kleiner und kleiner und irgendwann lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr als Kleinhändlerin zwischen Togo und Dakar unterwegs zu sein. Das sind immerhin 6000 Kilometer hin und zurück und Stoffe einzukaufen, weil man auf dem Weg so oft kontrolliert wurde und so oft im Grunde genommen extra Zölle abdrücken musste, dass das Geschäft dann in sich zusammenbricht. Das gleiche gilt für Wanderarbeiter und Wanderarbeiterinnen, die beispielsweise in den Goldminen im Norden des Nigers gearbeitet haben und wo jetzt eben aus den weiter südlich gelegenen Ländern die Leute nicht mehr hin können und teilweise auch umgekehrt. Wir waren einmal da, auch das ist eine Szene, die ich in dem Buch beschreibe, als es in Burkina Faso
einen Streik der Busunternehmen gab, aber da haben nicht die Fahrer gegen ihre Chefs gestreikt, sondern da haben die Busunternehmen gegen die Regierung gestreikt, weil sie gesagt haben, wir akzeptieren das nicht mehr, dass alle paar Kilometer ein Kontrollposten quasi auf Geheiß der Europäischen Union steht, der eigentlich den Zweck hat, junge Leute rauszuziehen, der aber im Vorbeigehen noch dafür sorgt, dass die dort arbeitenden Polizeibeamten, Gendarmen und sonst was eben im Grunde genommen ihr mageres Gehalt aufgebessert haben. Und da kann man so sehen, dass eine aus einem ganz engen europäischen Blickwinkel aufgezwungene Politik wirklich zerstörerische Wirkungen hat. Und das hat einfach dazu geführt, dass sie wie bei uns, wenn die Bundesbahn die ganze Zeit zu spät ist, der Bus ist das Hauptverkehrsmittel, dass einfach alle Busse viele Stunden Verspätungen hatten und das Geschäftsleben drohte buchstäblich zu kollabieren. Dann haben sie das gemacht, diesen Streik. Dann wurde auch zugesagt, dass die Posten abgebaut werden. Sie wurden auch abgebaut. Am nächsten Tag sind wir in einem Rutsch nach Mali weitergefahren. Aber ein paar Monate später waren sie dann wieder langsam sozusagen zurückgekommen. Und da haben dann sozusagen Interessen der Polizei zusätzliche Geldverdienmöglichkeiten und Interessen der Regierung, nämlich im Interesse Deutschlands oder der Europäischen Union insgesamt zu handeln, so ineinander gegriffen und haben so eine ganz eigenartige Gesamtwirkung erzeugt. Ja, vielen, vielen Dank für diesen tiefen Einblick, den ihr beide uns heute gegeben habt. Ich glaube, also ich habe unglaublich viel gelernt. Ich glaube, es ging euch im Publikum auch so. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank an Amadou Mbo und Olaf Bernau, die aus Mauretanien. Und auch ganz, ganz herzlichen Dank an Jule und Sabine, die diese wirklich tolle Arbeit der Übersetzung heute gemacht haben. Vielen Dank. Nur ein kleiner Hinweis noch auf etwas, was Amadou gesagt hat in seinem letzten Beitrag, und zwar und auch auf was du verwiesen hast, auf die internen Grenzen, zum Beispiel im Niger. Medico International unterstützt ein Projekt namens Border Forensics, die sind an Forensic Architecture angebunden, die gerade analysieren, wie der Einfluss der Europäischen Union sich auf die Migrationsrouten durch den Niger auswirkt. Es wird da bald auch einen ersten Zwischenbericht auf der Medico-Seite geben und dann im Herbst eine größere Veröffentlichung, vielleicht sogar auch mit Ausstellung, das ist noch nicht ganz klar. Aber das wird wirklich im Detail beschreiben, wie eine Gesetzesänderung dazu führt, dass die Menschen durch die Wüste gehen müssen und dort zu Hunderten bzw. Tausenden sterben, beziehungsweise man weiß nicht, welche Nummern es sind, weil es einfach mitten im Nirgendwo ist quasi. Wenn ich gerade kurz ergänzen darf, Karen, Sie tun das in Kooperation mit unseren Partnern von dem Westafrikanischen Netzwerk, die vor Ort sind und da auch Informationen bereitstellen und das ist ein gegenseitiger Prozess der Informationsaneignung und Vermittlung und hoffentlich auch der Aufarbeitung für juristische Verfolgung an einem gewissen Punkt. Genau, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wenn ihr wollt, nehmt euch noch Infomaterial mit. Das ist kostenlos und das könnt ihr auch dem Nachbarn oder Nachbarin in den Briefkasten werfen. Dann wird Medico auch bekannter. Und es wäre schön, wenn Olaf seine Bücher nicht wieder zurück nach Bremen tragen müsste, sondern ihr ein paar heute zum Sonderpreis von 15 Euro ihm abnehmt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und danke, dass ihr da wart. Ciao.